Einen schönen guten Abend. Ich möchte Sie herzlich begrüßen hier an diesem historischen Tag, an diesem historischen Ort der ehemaligen Stasi-Zentrale, dem heutigen Campus für Demokratie. Dass wir heute hier sind, dass wir heute hier sein können und nicht die Herren Stasi-Offiziere hier im Offizierscasino sitzen, sondern wir hier diskutieren über die SED-Diktatur, über das Wirken der Stasi und über die Stasi-Akten. Das haben wir vielen zu verdanken, angefangen den fünf Frauen, die in Erfurt am 4. Dezember die Stasi-Bezirksdienststelle besetzt haben und dem Treiben der Stasi dort ein Ende gemacht haben, den Vertretern der Opposition am Runden Tisch, die mit Beginn des Runden Tisches die Auflösung der Staatssicherheit eingefordert haben. Und wir haben es auch vor allem zu verdanken den Demonstranten des 15. Januar 1990, die hier in diese Stasi-Zentrale eingedrungen sind und dann in der Nacht sich ein Bürgerkomitee gebildet hat, um hier der Aktenvernichtung einen Stopp zu setzen und die Arbeiterstasi endgültig zu beenden, denn die hatte vor, einen Verfassungsschutz zur DDR zu gründen und weiterzumachen. Also in dem Sinne haben wir es vielen zu verdanken. Darüber wollen wir heute auch diskutieren. Und wir wollen nicht nur über die Zeit und diesen Jahrestag, den 30. Jahrestag der Stürmung der Stasi diskutieren, sondern wir wollen auch einen Blick nach vorne wagen. Deswegen heute zwei Podiumsrunden. Und ich übergebe jetzt an Dagmar Hofenstedt, die Sprecherin des Bundesbeauftragten. Die wird diese zwei Runden moderieren. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Abend. Und ich denke, dieser Campus bietet vieles für die Zukunft, sozusagen, was man noch erkunden kann, gerade mit den verschiedenen Akteuren, die heute hier auch beteiligt sind, der Robert-Habermann-Gesellschaft, dem Stasi-Museum und dem Bürgerkomitee 15. Januar. Alle, die hier beteiligt sind an diesem Tag, werden auch ihre Angebote in Zukunft hier auf diesem Campus präsentieren. Und Sie sind herzlich eingeladen, mit Ihren Freunden und Familien herzukommen. Aber erstmal für heute Abend einen interessanten Abend und eine interessante Diskussion. Bitte schön. Ja. Vielen Dank. Von mir auch einen schönen guten Abend. Das sei möglich. Ich freue mich auch, dass wir heute Abend an einem historischen Abend hier sind, zu einem Zeitpunkt, wo Tausende von Menschen dort draußen auf dem Innenhof, in dem Haus 18 hinter mir, aktiv gezeigt haben, dass sie die Angst vor der Stasi verloren haben. Nicht wenige von denen, wenn ich das so richtig überblicke, sitzen auch heute Abend hier mit im Raum und erinnern sich an die Zeit, wo sie selber hier auf dem Gelände waren. Und das wird sozusagen für den ersten Teil unserer Runde in jedem Fall Thema sein. Wir haben uns eigentlich ziemlich viel vorgenommen. Wir wollen in der ersten Runde über die Zeit damals reden. Wir machen das ein bisschen chronologisch, unterbrochen durch drei kurze Einspiele von Hörfunk- und Fernsehaufnahmen, damit das auch noch mal ein bisschen präsenter wird. Und beenden das und leiten das ein bisschen über auch zu einer Untersuchung über die vernichteten Unterlagen, weil das war ja das Ziel, die Vernichtung der Unterlagen durch die Stasi zu stoppen und die Kontrolle über diese Unterlagen zu erlangen. Und das haben wir mehr oder weniger, wenn man das so sehen möchte, mit diesem Tag begonnen, dass wir 30 Jahre lang in diese Akten schauen konnten. Und das ist ein bisschen Gegenstand der zweiten Runde mit Menschen der nächsten Generation, die Vertreter der dritten Generation Ost, Nachwendekinder, die selber Akten lesen, um ihre Familiengeschichte aufzuarbeiten und die im Grunde genommen die Idee, die vor 30 Jahren begann, weitertragen in eine nächste Generation. Das heißt, wir spannen den Bogen von der Geschichte, von der Erinnerung an den Abend, von dem, was damals eigentlich erreicht werden sollte, was erreicht wurde und was die nächste Generation damit macht. Dann legen wir auch gleich los und wir fangen schon ein bisschen früher an als am 15. Januar, nämlich am 4. Dezember. Und der Tag beginnt aber mit einer Hörfunkaufnahme des Berliner Rundfunks, in der sich ein damaliger Mitarbeiter, Offizier des Amts für nationale Sicherheit, Sie erinnern sich, die Stasi hieß damals AFNS, von der Regierung umbenannt, dort gemeldet hat, weil ihn, man könnte auch sagen, das Gewissen drückt oder man könnte ihn neudeutsch als Whistleblower bezeichnen. Also das ist jetzt 6.15 Uhr, 4. Dezember 1989, Berliner Rundfunk.
So viel zu diesem kleinen, zu dieser kleinen Erinnerung an einen Moment der fortschreitenden Revolution. 4. Dezember ist ein wichtiger Tag in Erfurt. Gabriele Stützer, was ist um 6.15 Uhr denn in Erfurt schon los gewesen? In Erfurt war das so, und da gehe ich mal ganz kurz nochmal zurück über das Jahr vor 89. Da haben sich nämlich die Frauengruppen in Erfurt immer regelmäßig getroffen, einmal im Monat, und haben erklärt, was bei ihnen so diskutiert wurde. Es gab ganz viele Gruppen, unter anderem auch unsere Künstlerinnengruppe, die seit 84 auch Performances aufgeführt hat, also sich mal gezeigt hat und dann wieder zurückgegangen ist, immer die Räume, die uns geöffnet sind. Also wir haben in der Öffentlichkeit schon ein bisschen Aktivitäten entfaltet und konnten auch in dieser feindlichen Atmosphäre auch ein bisschen damit umgehen und haben das auch so ein bisschen als Herausforderung gesehen. Wir waren auch jung, ne? Wir haben es einfach gemacht und wollten leben. Und dann war das so an diesem Tag, oder dann bildeten sich so Gruppen heraus wie Deutsch-Demokratischer Aufbruch, und die kamen dann zu uns, zu den Frauen, und sagten, wir brauchen ein paar Frauen. Sag mal, wir sind keine Vorzeigefrauen, wir haben selber Frauen für Veränderung gegründet, ne? Und diese politische Gruppierung, die dann war, aus allen diesen unterschiedlichen Interessen, die war dann auch politisch aktiv tätig bei den Demos, haben wir gesprochen. Und an dem Tag haben sich zwei aus der Gruppe zu mir nach Hause bewegt. Das ist Kerstin Schön und Sabine Fabian. Und die hatten auch davon gehört, dass die aus den Medien, ne, dass die Akten, obwohl die Demos sind, immer weiter verbrannt werden. Und die haben gesagt, wir müssen heute die Stasi-Akten retten. Die klingelten also bei mir an der Tür und sagten so, wir haben einen Plan. Wir werden heute die Staatssicherheit besetzen. Also das ist erstmal ganz wichtig, dass Menschen ichs und heute und jetzt sagen. Und wir wollen, dass es friedlich ist. Wir gehen zum Bürgermeister, wir gehen zur SED-Bezirksleitung, wir gehen zur Staatsanwaltschaft und wir informieren die Presse. Und dann gehen wir in die Stasi rein. Und zu mir sind sie gekommen, weil sie gedacht haben, die ist verrückt genug, um mitzumachen. Was sie aber wussten, ist, dass ich selber schon mal in der Stasi drin war als Gefangene. Ich habe wegen der Biermann-Ausbürgerung im Gefängnis gesessen ein Jahr. Und wo die sagten, wir gehen jetzt in die Stasi rein, dann ist komischerweise imaginär so vor meinem Auge dieses Licht wieder erschienen, das Licht in der Untersuchungshaft, das Tag und Nacht an und ausgeht und wo man immer beobachtet wird. Und dieses Licht, dachte ich, die sind bei mir bei der richtigen Figur. Ja? Ich war schon da drin, ich komme da heute rein. Ich wusste das plötzlich, also ich hatte so eine Gewissheit. Und mit dieser Gewissheit habe ich gesagt, okay, ihr habt einen Plan für oben. Ich war mehr basisdemokratisch. Wir gehen jetzt zu den anderen Frauengruppen und holen von jeder Frauengruppe jemand ab. Das ist einmal, sind wir dann zu Tilly Büchner gegangen von der Künstlerinnengruppe, zu Claudia Bogenhardt von Brennnesseln hießen die. Und so sind wir erstmal zu fünft, und fünft war auch eine Faust, ne, die Kraft hat. Und dann ist es so passiert, dass wir, als wir Tilly abgeholt haben, noch ein bisschen Zeit hatten, die musste sich ja anziehen. Tilly war damals hochschwanger. Und dann sind wir zu einer Frau, die ein Telefon hatte, Frau Falke, Propstin Falke sozusagen. Und da haben wir schon den Staatsanwalt telefoniert, wir haben mit der Zeitung telefoniert und auch alle kirchlichen Einrichtungen angerufen. Und dann sind wir los. Dann haben wir uns in unseren Trabant gesetzt und sind zum Bürgermeister gefahren. Und natürlich die Sekretärin, es war Montagvormittag, also Montag früh noch, um 8. Ne? Und wir wussten, überall sind die Sitzungen. Und dann sind wir einfach reingestürmt an dieser Sekretärin, die noch eine alte Frauenrolle hatte, nämlich von den Männern alles abzuhalten. Wir sind einfach rein, haben uns hingestellt, und dann haben wir wie so ein Mantra immer wieder erzählt, wir besetzen heute die Staatssicherheit, überlegen Sie sich, was Sie beitragen wollen, und wir wollen, dass es friedlich ist. Und dann haben wir ein bisschen geflunkert und gesagt, die ganze Erfurter Bevölkerung steht hinter uns. Ja. Und es war aber auch inzwischen so, dass diese Leute, die angerufen worden sind, wieder andere Leute anriefen, ne, alle Freunde. Und das in der Zeit, wo wir beim Bürgermeister waren, der hat dann die Sitzung geschlossen, wir haben uns dann getrennt. Eine ist in die Großbetriebe gefahren, die Sabine Fabian, Thiel Büchner und Kerstin Schön, die sind zur SED-Bezirksleitung gegangen. Und ich bin mit Claudia erstmal zu dem Abteilungsleiter Inneres gegangen und habe mit dem geredet.
Und da hat der immer schon den Major Schwarz, Generalmajor Schwarz von der Staatssicherheit angerufen. Die hatten ja schon die Telefonnummer von dem. Ne? Also der kriegt einen Anruf von seinem Abteilung Inneres. Da kommen Leute heute hinein, die wollen, dass es friedlich ist. Und dann hat er gesagt, aha, aha. Also wenn sie reingehen, werden sie verhaftet. Das war natürlich schon immer besser, als dann wäre sie erschossen. Ja? Da dachte ich, okay. Ne? Ich war ja schon mal drin, ne? Dann habe ich gesagt, okay, dann lassen wir uns eben alle verhaften. Ich meine, wie viele Zellen hatten die? Und wir haben mit Hunderten von gerechnet. Hätten wir dann Bambule gemacht in der U-Haftzelle, wäre ja mal was anderes gewesen. Ja? Naja, jedenfalls haben wir dann so ganz locker gesagt, naja, dann lassen wir uns verhaften. Wir beide haben uns dann nochmal getrennt. Claudia ist dann in die Bezirk, in die Stadt, Staatssicherheit, Straße der Einheit gegangen und ich bin zum Staatsanwalt gegangen. Denn was haben wir gemacht? Damit wir nicht kriminalisiert werden, haben wir die Staatssicherheit angezeigt und haben gesagt, ihr vernichtet Volkseigentum, unser Eigentum, ihr seid kriminell. Ja? Und da sind wir dann zum Staatsanwalt gegangen und der hat natürlich gesagt, ich kannte den ja, weil ich musste mich ja nach dem Knast immer wieder melden bei der Staatsanwaltschaft. Ja, ich wusste, wo die sitzen, wie die Adresse ist und war dann dort. Und da sagte der natürlich, also wir sind überhaupt nicht dafür zuständig, ne? Also für die Staatssicherheit, das ist nur der Militärstaatsanwalt. Und dann hat der in unserem Beisein angerufen, ich hatte noch jemand anders mit hingenommen, ne? Also jetzt, die außerhalb dieser Gruppe waren. Und da hat er gesagt, ja, der kommt von Berlin in 3,5 Stunden, das war so die Entfernung damals, halt ist ja kürzer. Und da haben wir gesagt, also so viel Zeit haben wir nicht, wir gehen jetzt gleich mit Ihnen rein, Sie kommen mit. Ne, wir brauchten auch einen Staatsanwalt, damit das legalisiert war und wir wollten da schon praktisch die Räume versiegeln. Ne? Also der hat sein Zeug also mitgenommen und wie wir dort waren, wie ich dann hinkam, war diese ganze Staatssicherheit von Erfurt schon umstellt. Es waren Leute da, es waren schon jemand von der Kirche da mit Tee ausschenken und so weiter, es war kalt. Hm? Also zwischen 8 und dann sind wir jetzt bei? Ungefähr bei 10, 19, 10. Hunderte von Leuten und 7 verschiedene Stationen. Ja, ja. Ein Staatsanwalt dabei, ja, der ja, mitkommt. Ja, sagen wir mal 10, 11. Ja. Und als ich dann kam, waren aber schon 10 Leute drin. 10. Ne? Die waren als Erste reingenommen worden. Wir haben auch noch mal in den Akten gelesen, zur Entspannung dieser Sache. Sie wollten die auch zu ablenken und relativieren und Kompromisse machen. Also erst mal 10 Leute reingelassen. Und ich habe auch mal mit dem EM gesprochen, der hat zu mir gesagt, den haben sie angerufen, die Stasi, halt, du musst unbedingt kommen. Und der war dann unter 10 Leuten mit drin, hat er gesagt, das waren 5 von der Bürgerbewegung und 5 von uns. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ne? Also wie das auch engagiert war, ne? Wie die Staatssicherheit versucht hat, sich zu retten. Und aber Gott sei Dank war Frau Falke mit drin bei den 10 Leuten, wo dann Major Schwarz sagte, Sie müssen Ihre Leute zurückrufen, dass da hier nichts passiert, sonst können wir nicht arbeiten. Da hat er gesagt, na dafür sind wir doch da, dass Sie mit Ihrer Arbeit aufhören. Ne? Und das war aber eine Frau schon und die anderen haben das alles relativiert. Und die nächste Sache war dann, dass Teli und Kerstin Schön, die sind dann von der SED-Bezirksleitung zurückgekommen. Und willst du mal vielleicht erzählen? Es ist schon okay. Ja. Naja, also die sind dann rein. Ne? Man muss sich das vorstellen, eine Frau, die schwanger ist und eine andere Frau, die das initiiert hat, die laufen dann zusammen zwischen bewaffneten jungen Männern, die selber die Angst in den Augen haben, was machen wir jetzt und was machen die jetzt? Ne? Und die haben die Leute einfach die Frauen durchlaufen lassen. Und Teli, du hast gesagt, du hast dann so gewunken hinterher und dann kamen die ganzen Massen rein. Und dann war erstmal die Stasi besetzt. Und das Wunderbare war aber in Erfurt, dass wir nicht aus der Stasi wieder rausgegangen sind. Ne? Also, dass wir das erste Mal, und das ist wegen eine echte Besetzung, wir haben diese Plätze nicht mehr geräumt. Wir haben an dem Tag noch die ganzen Leute, die haben sich alle zugeschlossen und dann wollten die aber nach Hause, die Stasi-Leute, und dann saßen von uns schon welche am Ausgang und da mussten die schon ihre Ausweise abgeben und haben denen gesagt, so, sie sind jetzt gekündigt. Ja. Das heißt, der Applaus ist verdient, auch 30 Jahre später noch. Das heißt, eigentlich war die Strategie ja zu sagen, wenn die Staatsanwaltschaft von selbst nicht einschreitet, wir sind jetzt Bürger, wir beobachten das, wir machen uns Sorgen, die vernichten diese Akten. Wir versuchen das mit den rechtlichen Mitteln, die da sind, zu unterbinden. Und daraus wurde aber, auch weil sich viele Leute getraut haben und weil es für viele Leute plötzlich wichtig wurde, eine Besetzung und eine Entmachtung der Stasi.
Ich denke auch, dass es eine sehr intelligente Idee war, die sagen wir mal, gemeinschaftlich produzierten Akten, ne? Also wir waren die Aktiven, die diese Akten inhaltlich gefüllt haben und die Stasi, die das ordentlich aufgeschrieben hat. Also unsere gemeinschaftliche Arbeit zwischen Objekten und Objektsammlern, dass das vernichtet werden sollte. Und wir haben dann gesagt, wir kommen rein und retten unsere Akten vor euch, weil das ist unser Volkseigentum. Ich meine, das Volk war ja sowieso enteignet und hat überhaupt kein Eigentum. Und plötzlich sagt das Volk, das ist mein Eigentum, was ihr über uns gesammelt habt. Und das hat die irgendwie verblüfft. Ja? Ich meine, wenn wir früh hingegangen wären, hätten gesagt, hallo, wir wollen euch absetzen. Ja, wir haben jetzt genug von der Stasi, die Grenze ist offen, aber es war ja wirklich die Volkspolizei, das Militär und die Staatssicherheit waren noch voll bewaffnet. Ja, wir haben auch total ganz viele Gewehre und Maschinenpistolen. Es waren dann auch noch solche, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die Träger, wo man dann abgeben kann. Also ich habe das alles mal aufgeschrieben. Es waren über 132 Maschinenpistolen-Einsatzplätze in Erfurt geplant, ja, mindestens. Ja. Es hätten 250 Stasi-Beamten geschossen. Ja, wenn es dazu dann gekommen wäre, ja, aber die hatten die Bewaffnung war da, ja, aber wahrscheinlich durch den Charme unserer Frauen waren die alle entwaffnet, ja. Jedenfalls sind wir dann rein und haben ganz klar gesagt, was wir wollten, und ich muss da auch immer wieder sagen, wenn Frauen was vorhaben, die ziehen das einfach durch, und das war an dem Tag auch so. Ja, wir hatten mehr oder minder auch, wurde oft gefragt, hattet ihr Angst? Da sage ich immer, da hatten wir eigentlich keine Zeit dafür. Wir hatten ja einen Plan, wir wollten ja was machen, wir wollten was erreichen. Ja? Und das Intelligente und Gute war einfach, die Staatssicherheit mit sich selbst zu überlisten. Wo wir dann einmal drinnen waren, waren die entmachtet. Genau. Ja, weil wir nicht gegangen sind. Es war ein Tabubruch, ne? Da gehört keiner rein, der da nicht hingehört und den wir nicht vorher verhaftet haben, die sich einfach die Freiheit nehmen, unseren Platz hier zu beanspruchen. Dafür gab es keine Strategie, weil die Angst war ja weg. Was ich noch sagen müsste, ist die Staatssicherheit, die haben ja von Anfang an gelogen. Wir haben gesagt, hier werden Akten verbrannt. Da hieß es dann, wieso? Wir haben ja überhaupt keinen Ofen, wir haben doch Fernheizung. Das gab es ganz wenig in der DDR. Ja? Und ehe wir dann da unten waren im Keller, bis wir runterkamen, wo dann wirklich ein Ofen war, ja, hat das ja Stunden gedauert. Ne? Oder haben Sie Computer? Nee, wir sind nicht so modern. Ne? Und vernichten Sie Akten? Nein. Ja? Und dann sind wir in Räume gekommen, da konnte man so durchlaufen, wie im Herbst die Blätter. Ja? Da lag das alles zerstückelt auf dem Fußboden oder zerhäckselt. Ja? Und das ist so auch ein Moment, an den ich mich erinnere, diese Vernichtung. Oder wenn du in den Raum kamst du eigentlich rein, machst die Türen auf, alles leer, hat sie alles weggeräumt. Ja, und so sind wir den ganzen Tag immer eigentlich fehlgeleitet worden. Und deswegen muss man einfach da bleiben. Ja. Ja? Und wenn man anderen, und ich immer mit versiegelt oder so, ne? Und am anderen Tag waren die doch wieder aufgerissen. Ja? Und das muss ich auch sagen, ich bin immer rumgerannt, habe gesagt, ich will meine Stasi-Akte sehen, weil ich wusste, es gab eine. Ich habe die aber nicht gesehen, weil wir etwas gemacht haben. Wir mussten ja die Stasi-Akten, die in den Säcken auch überall rumstanden, sichern und haben die an dem Tag noch in die U-Haftzellen reingegangen. Also abends waren dann nicht Menschen verhaftet, sondern die Stasi-Akten. Ne? Das heißt, Erfurt beginnt sehr früh und deswegen ist Erfurt auch die allererste Besetzung, aber an dem Tag werden noch zwei weitere Bezirksverwaltungen besetzt, Leipzig und Rostock. Und Gotha hat auch sofort gemacht. Genau. Und in den nächsten Tagen sind eigentlich bis auf Berlin und Gera, wo das offiziell richtig erst in Hand des Bürgerkomitees am 6. Januar 90 war, sind die Bezirksverwaltungen schon ziemlich unter Kontrolle der Bürger, in denen sich auch Bürgerkomitees formieren. In Berlin, an diesem Ort hier, wo wir heute sind, vor 30 Jahren, wird 6 Wochen später erst das Gelände, die Ministeriumszentrale besetzt oder erstürmt. Darüber können wir gleich noch reden, was das richtige eigentliche Wort dafür ist. Und zu dem Zeitpunkt sind schon ein paar andere Dinge passiert, weswegen diese Besetzung sicherlich auch, wenn man sie exakt beschreiben möchte, anders genannt werden kann. Wir haben aber zur kleinen Erinnerung auch ein Stück Tagesschau zum Einspielen, weil die mit um 17 Uhr auf diesem Gelände waren und dann um 20 Uhr im bundesrepublikanischen Westfernsehen dann kurz berichtet haben, was hier an diesem Abend als quasi Weltereignis passiert ist. Kurz nach 5 wurde das Tor aufgebrochen. Die Zentrale des Staatssicherheitsdienstes, das Zentrum der flächendeckenden Überwachung und Bespitzelung, wurde gestürmt.
Das war die Tagesschau vom 15. Januar 1990. Da ging es schon auch gleich um die Aufarbeitung, die am nächsten Tag sofort beginnen konnte. Stefan Konopatzky war an jenem Abend mit dabei auf diesem Gelände und ist im Grunde genommen der Aufarbeitung treu geblieben, weil er bis heute beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen arbeitet und hier sich vor allen Dingen damit beschäftigt hat, was die elektronischen Datenträger der Stasi an Informationen beinhalten. Aber historisch an den Abend zurückerinnert, wie war das sozusagen in der Situation selber? War das eine Erstürmung? War das ähnlich wie in Erfurt ein Plan, mit dem man hier versuchen wollte, sich die Macht zurückzuholen über die Akten, über der Stasi zu sagen, dem Amt für nationale Sicherheit zu sagen, jetzt ist Schluss? Ja, ich will mal mit meiner ganz persönlichen Geschichte, ich habe natürlich, die Versuchung war groß, jetzt vorher nochmal alles so sich anzulesen, wie die ganzen komplizierten Geschichten waren. Das habe ich schnell aufgegeben, weil es, glaube ich, keinen Sinn macht und ich hier so als Zeitzeuge zu dem, was ich selbst erlebt habe, stehe. Erstmal möchte ich Gabriele Stötz erstmal nochmal Danke sagen für diese wirklich quasi heldenhafte Geschichte, die natürlich weit über das, was ich jetzt sozusagen zu bieten habe, für den 15. Januar hinausgeht, weil ich sozusagen am 15. Januar tatsächlich nur ein Beteiligter dieser Demonstration war, die hier stattgefunden hat. Allerdings möchte ich schon sagen, dass ich eine lange Vorgeschichte hat, was die Stasi angeht. Die begann für mich in den frühen 80er Jahren, auch mit direkter Konfrontation, mit Berufsverbot, Festnahmen und so weiter. Also ich war schon ein geprägtes Kind auch, und hatte auch meinen Grund, warum ich hier war. Es war nicht so, dass ich jetzt zufällig hier vorbeikam. Ja. Eine Geschichte vielleicht auch persönlich. Ich habe ab 1985, glaube ich, tatsächlich in der Narmonnenstraße gewohnt. Weil ich früh Vater geworden bin und wir haben dann so über die Wohnungszuweisung hier eine Wohnung bekommen. Und natürlich hat mich auch schon vorher, aber dann spätestens diese gigantische Größe dieses Geländes immer fasziniert. Und ich habe schon in Ostzeiten dann mit Freunden, auch aus dem Westen, hier dieses Gelände umrundet, habe sozusagen Führungen außen gemacht, um zu zeigen, was hier los war. Ich habe Fotos gemacht von der Kirche gegenüber, vom Gelände. Also ich hatte immer schon lange eine Bindung zu diesem und dann später auch in den 80er Jahren Verbindung zu oppositionellen Gruppen und Unterstützung. Das war also meine Motivation, um hierher zu kommen. Nicht, weil ich sozusagen zufällig dabei war. Weil es ein Abendspaziergang war, genau. Aber ja, genau. Also das Gelände war ja abgesperrt. Das war ja auch hier eigentlich ein Sperrbezirk. Man konnte ja nicht einfach wie heute... Nee, konnte natürlich, irgendwann war ja der Sperrbezirk zu Ende und da konnte man schon rumlaufen. Und gerade das hat ja die Größe dieses ganzen Komplexes gezeigt. Wenn ich hier die Ruschestraße bis zum Ende hochlaufe, dann in der Bornitzstraße, glaube ich, heißt sie dann, die nächste Möglichkeit habe, da ist man schon fast einen Kilometer erstmal hochgelaufen. Und das zu zeigen, diese Dimension, die Zäune, die Kameras, das war schon immer für jeden und für mich auch immer wieder imposant, das hier zu erleben. Und natürlich war dann im Herbst 89 die Frage, ja, wann passiert jetzt hier was? Ich war auch vor dem 15. Januar schon mehrfach hier, habe über dem Zaun mit Dzerzhinsky-Leuten gesprochen und es war eine ganz seltsame Situation. Natürlich war es alles vollkommen anders, als es noch eine Woche vorher gewesen wäre. Die waren relativ locker und wir haben sozusagen rumgescherzt und die sagten, na, lange wird es hier nicht mehr gehen. Aber ich war jetzt nicht in diesen Strukturen, dass ich das selbst organisiert habe. Das hat dann für Berlin dann eben das neue Forum, Reinhard Schuld, Ingrid Köppe, in die Hand genommen, diesen Aufruf. Und es gab bei den Runden Tisch die AG Sicherheit und es gab da durchaus Bewegungen in Richtung auf Abschaffung des Amtes für nationale Sicherheit. Die Stasi hat sich versucht, mehrfach zu häuten, um weiterzumachen. Sie sollte ja in einer demokratisierten DDR ein normaler Verfassungsschutz und Nachrichtendienst werden. Und diese Vorstellung, dass es irgendwie schon weitergeht, die war am 12. Januar eigentlich zerbrochen. Ja, spätestens. Vielleicht auch nochmal zum Rückblick. Am 7. Dezember gab es auch hier auf dem Gelände schon eine erste Begehung von externen, auch von Oppositionellen, die daran beteiligt waren. Das war letztendlich noch eine gelungene Veranstaltung der Stasi, würde man jetzt auf den Rückblick sagen können. Ein bisschen medial aufbereitet, im DDR-Fernsehen auch gebracht und ist dann ein bisschen im Sande verlaufen tatsächlich, ja. Vielleicht zur Verteidigung der Berliner, darf man nicht vergessen, in Berlin ist die Mauer am 9. November gefallen. Die Berliner waren auch sehr beschäftigt, auch damit. Und natürlich, was vorhin auch schon jemand sagte, die ganzen neuen politischen Gruppen. Und irgendwie war die Stasi, man musste sich dann schon wieder ins Gedächtnis rufen, dass das alles noch hier irgendwie weiterläuft. Ja.
Ja, also in dem Sinne war es jetzt nicht so eine strategisch geplante, auch durch die Nachrichtenlage bestimmte Entscheidung zu sagen, wir müssen die am Vernichten der Akten hindern und wir sind jetzt die Bürger und wir haben jetzt das Sagen, sondern es war ja an dem Abend für den 15. Januar um 17 Uhr zu einer Demonstration aufgerufen worden und das eigentliche Ziel war doch, sich zu versammeln und den Eingang eigentlich zuzumauern, damit die Stasi mit sich selbst sich ja, das war kann. Sozusagen das Rhetorische, der Text auf diesen Flugblättern, aber was die 20.000 Leute, wie wir jetzt waren, die wollten einfach her, die wollten es einfach sehen, die wollten einfach da rein. Mhm. Ja, natürlich haben manche Steine mitgebracht zum Zumauern, ich hatte eine Spraydose bei, alles Mögliche gab es eben, aber die Leute wollten her. Es war jetzt unerheblich, was da auf diesem Flugplatz stand, es war einfach der Termin, der war wichtig und die Leute sind gekommen, zuhauf. Ja. Und das war das Entscheidende. Und da war es auch nicht wichtig, dass schon seit Mittag irgendwie Leute vom Bürgerkomitee in diesem Gelände waren. Es wäre sogar ganz schrecklich gewesen, wenn wir wieder gegangen wären, glaube ich. Ja. Also es wäre irgendwie unerklärbar gewesen, wenn die Leute gesagt hätten, okay, jetzt ist das Bürgerkomitee da, wir drehen mal wieder um. Das wäre fürs Ende der Stasi ein bisschen wenig. Vielleicht zur Klarstellung auch, das waren Vertreter von Bürgerkomitees aus den Bezirken, ja. Weil in Berlin gab es ja noch kein Bürgerkomitee, weil die Zentrale nach wie vor eben nicht in dem Sinne erkennbar in Bürgerhand war. Richtig, ja. Aber das waren eben auch die Bürgerkomitees, die sich in Erfurt und anderen Bezirksstädten gegründet haben, die irgendwann auch gesagt haben, in Berlin tut sich gar nichts, wir müssen da mal ein bisschen Druck machen. Haben Sie das mitbekommen oder war das für Sie dann eigentlich eher immer nur eine Erfurter Geschichte? Also warum sich die Bezirkskomitees eigentlich auch mal mit Berlin dann beschäftigt haben? Also ich meine, wenn man einmal so eine Stasi besetzt hat, hat man plötzlich auch Verantwortung für den Raum. Ja, also wir haben uns dann ständig da drinnen getroffen. Wir hatten das Bürgerkomitee am gleichen Abend noch gegründet. Und dann haben wir ja erstmal mitgekriegt, wie die ganze Stasi funktioniert hat mit diesen konspirativen Wohnungen. Also wir haben, glaube ich, am ersten Tag, gleich am Tag, wo wir die Stasi besetzt haben, schon 75 konspirative Wohnungen festgestellt, nur allein in Erfurt. Und das bei dieser ständigen Wohnungsnot in der DDR. Ja. Und das sind dann noch jeden Tag immer viel mehr geworden. Dann haben wir gemerkt, dass es gibt viele Außenstände. Also es gibt da ein Zentrum, wo damals war das ja noch anders mit der Übermittlung von Funk, gab es damals alles noch. Ja. Also wir haben immer Außenstände noch besetzt und dann sind wir auch nachts noch vollkommen hektisch zum Flughafen in Erfurt gefahren, weil wir gehört haben, da wären irgendwelche Akten, die wären nach Rumänien ausgeflogen. Da haben wir den Flugplatz dann auch noch eingenommen an dem Tag und hingesetzt, dass da auch nicht weggeflogen wird. Eine Freundin von uns, also die Sabine, ist ja eigentlich an dem gleichen Vormittag noch praktisch zum, wie hießen das damals so, also die den Müll einsammeln in Erfurt und da sind die ersten Müllautos, haben sich um die Stasi gestellt, dass kein Auto mehr raus und rein kam, ja, und dann fuhren die Müllautos schon, während die noch drin war, die ist also ganz alleine in die Montagssitzung reingegangen von den Großbetrieben, hat gesagt, wir besetzen die Stasi, überlegen sich, was sie beitragen können. Und dann ist das ja teilweise passiert. Die ist rausgegangen, dachte, sie verhaften mich. Nein, die sind an den Funk gegangen, zum Beispiel bei der Mikroelektronik in Erfurt und haben gesagt, hallo liebe Kollegen, die Frauen besetzen heute die Stasi. Wenn sie möchten, können sie heute Urlaub nehmen. Und so ist das passiert. Also so war jetzt auch, ich sage es immer, das war eine revolutionäre Situation und die war einfach da. Ja. Und dann hat einfach sowas, dann sind die Leute einfach gegangen und haben sich an der Besetzung beteiligt. Ja. Und ich finde auch gut, was Sie sagen, die Masse drückt, die Masse drückt und dass wir die Masse geschafft haben und nicht nur wir alleine geblieben sind. Das ist das auch, was Kraft macht an dem Tag. Ja. An dem Abend in Berlin ist die Masse, die Tausende von Menschen, die gekommen sind, richtig gezählt hat, das glaube ich keiner, vor allen Dingen aber in ein Gebäude gegangen, das für die geheimpolizeiliche Arbeit nicht unwichtig ist, aber es war das Versorgungsgebäude. Ne? Da hat man gegessen und da gab es Bäckerei und Metzgerei und alles Mögliche. Warst du in dem Gebäude drin und hast das richtig da mitgesehen, was da passiert? Ja, ich war nicht mit drin, weil ich mit meinem Kind nicht da rein wollte. Also du hast, deine Tochter war an dem Abend mit dabei, seit Jahren. Ja, genau. Bin dann später nochmal alleine gewesen, da war ich dann auf dem Gelände, nicht beim Haus 18, sondern tatsächlich woanders auch. Ich erinnerte mich alleine, vorhin wurde ich eines Besseren belehrt, dass da noch andere mit mir zusammen waren und ich auch viel Angst hatte, wurde mir gesagt. aber wir waren zu wenigen Leuten nachher auch vor anderen Gebäuden, da waren wir total alleine. Also die meisten Leute waren tatsächlich vor diesem Haus 18 und
ja, dass da nun so ein Versorgungsgebäude war, das konnten jetzt erstmal die Demonstranten nicht wissen und ist prinzipiell niemand vorzuhalten, dass die dann dahin gingen und das Gelände ist riesig, man hätte niemals sozusagen auf diesem, also 50 große Gebäude umfasst das ganze Gelände ja, irgendwie, dann sind sie alle dahin und das war sicherlich zu vermuten, würde ich sagen, dass das eine gelenkte Sache war, eben von Stasi-Leuten, die erstmal zunächst die Leute dahin lenken, das ist ja eine Leichtigkeit sicherlich und dann da die sich austoben ließen. An dem Abend oder in der Nacht formiert sich aber auch in Berlin ein Bürgerkomitee, das eben die Kontrolle über den Zugang zu den Akten, die Sicherung der Akten und so weiter mitentscheiden will. Wie ist es zustande gekommen? Weiß ich nicht. Ich wollte mitmachen. Am 15. und am 16., auch das weiß ich leider nicht mehr genau, war ich dann in diesen Räumen, die sind in den ehemaligen Empfangsräumen sozusagen an der Wache gewesen von dem Bürgerkomitee. Da war die Situation so, dass leider mir gesagt wurde, dass alle Gruppen überfüllt sind und eigentlich kein Platz mehr wäre für mich. Ich könne aber mich sozusagen auf eine Warteliste setzen lassen und aber schon mal mit der Volkspolizei in Sicherheitspartnerschaft Wache stehen. Das habe ich auch 2 Nächte gemacht, aber dann war es mir zu doof, sozusagen, das war mir zu wenig. Ja. Und habe ja dann kurz danach eine andere Möglichkeit gefunden, für den runden Tisch an der Stasi-Auflösung teilzunehmen. Insofern war ich zwar nachher auch formal im Bürgerkomitee, aber eigentlich für den runden Tisch in der Auflösung. Also die Bürgerkomitees in Berlin, in den Bezirken, fangen an sozusagen intensiver zu arbeiten und verhandeln den Fortgang der Dinge, ja? Haben sich an dem Tag nicht nur die Bürgerkomitees gebildet, sondern in Erfurt auch eine Bürgerwache. Wir haben das also besetzt und da gab es Bücher, da konnte man sich eintragen. Und bei dem Stasi war natürlich auch die Stasi-U-Haft in Erfurt. Und das war das, was mich emotional unwahrscheinlich in der Zeit auch getragen hat, dass ganz viele Leute, wo die gehört haben, was, hier gibt es eine Bürgerwache in Erfurt, da sind ganz viele Leute aus Kanada und überall angereist, weil die es nicht glauben wollten, dass die Stasi jetzt enteignet ist von ihren eigenen Machtmitteln, ne, und die haben dann gesessen und die Stasi-Akten bewacht, ja, das konnte man eintragen, so 2 Stunden, und dann haben sie schon angefangen, ihre Geschichten zu erzählen und zu erleben und haben geweint und miteinander einfach sich selber das nochmal geheilt, ja, was da unheilbar gewachsen war, ja, diese Chimäre, die uns jede Hoffnung und jedes Vertrauen geraubt hat, ja, und jede Freiheit. Und diese Bürgerwache finde ich auch noch sehr wichtig, ja, dass die wie so eine Art Wachwerden war und dass die wirklich gekommen sind nach Erfurt und haben sich hingesetzt, um zu glauben, es ist wirklich wahr. Ja, also diese Bürgernähe auch, also diese Nähe, diese Menschlichkeit, die sich da angefangen hat zu entwickeln, uns selbst wahrzunehmen und zu beachten, ja, und wichtig zu sein, das ist auch mit dieser Stasi-Besetzung eigentlich passiert, dass wir wieder Individuen geworden sind. Dass man sich darüber austauschen konnte und darüber sprechen konnte und sich vergewissern konnte. Ich wollte damit aber ein bisschen noch weiterleiten zu dem, was dann nämlich eigentlich passiert, weil die Bürgerkomitees haben dann zwar eine bedingte Kontrolle über die Unterlagen, aber die Stasi verschwindet ja nicht gleich. Und es gibt dann einen politischen Prozess, der darüber verhandelt, wie es wirklich weitergeht. Und das bringt uns zum nächsten kleinen Einspieler, dem letzten für die erste Runde. Der ist ein Beitrag aus der ARD-Sendung Kontraste vom 13. März 1990, behandelt also Dinge, die in den 10 Tagen vorher dort passiert sind und Verhandlungen und Beschlüsse, die an den runden Tischen mit den damaligen staatlichen Organen auch so verabschiedet wurden. Magnetplattenspeicher aus dem zentralen Computer der Stasi. Darauf gespeichert die Daten von Millionen Bürgern. Kontraste ist Zeuge ihrer Vernichtung, letzten Freitag in Ost-Berlin. Die elektronischen Datenträger enthielten Informationen über alle Mitarbeiter der Stasi, ihre Spitzel und ihre Opfer. Die Metallteile werden aufbereitet und später zu Löffeln oder Kochtöpfen umgeschmolzen. Aus dem Plastik der Datenträger sollen Einkaufsnetze werden. Viele schriftliche Akten wurden vernichtet. Welche, weiß keiner. Vor allem in den Stasi-Bezirks- und Kreisämtern, aber auch in der Ostberliner Zentrale und ihren Außenabteilungen. Bis auf den heutigen Tag. Die Befehle sind schon gelaufen. Es ist also raus, es wird nichts vernichtet. Du kommst hin und der Häcksler, also der die Akten vernichtet, der ist also kochend warm.
weil er gerade den Stecker ausgezogen hat. Und da sind wir zum Beispiel ganz offensichtlich verladen worden. Ne? Die Bürgerkomitees waren nach dem Sturm auf die Stasi Mitte Januar eigentlich gerade dazu angetreten, die Vernichtung von Akten zu verhindern. Doch die genaue Kontrolle ist kaum möglich. Wir selbst wurden bei unseren Dreharbeiten immer wieder Zeuge von unkontrollierten Aktentransporten. In diesem Fall wollten ehemalige Stasi-Mitarbeiter, die in großer Zahl noch auf dem Gelände sind, die Akten der Spionageabwehr alleine umladen, ohne Bürgerkomitee. Kontraste liegt das Protokoll einer Beratung von Vertretern der DDR-Bürgerkomitees und den Beauftragten der Regierung Modrow vor, ein Drei-Stufen-Plan. Nach der Vernichtung elektronischer Daten sollen die Verzweigungen der Personaldateien beseitigt werden, um den Zugriff zu erschweren. Als dritte Stufe des Plans soll die vollständige Vernichtung des personengebundenen Materials auf entsprechenden Beschluss erfolgen. Es gab schon eine Trendabstimmung für diesen Plan. Das ist der März 1990, 6 Wochen nach, 2 Monate nach der Erstürmung hier in Berlin. Und er bringt uns nun, Roger Engelmann, ein Kollege aus der Forschungsabteilung, wartet schon geduldig, bringt uns nun zu dem dritten Punkt dieser ersten Runde. Nämlich die Vernichtung sollte eigentlich gestoppt werden, sie geht aber weiter. Und wir reden eigentlich doch schon seit sehr langer Zeit immer wieder darüber, was ist eigentlich weggekommen, bevor die Besetzung begann, der Kreisdienststellen, der Bezirksverwaltung und hier von Berlin. Und was ist danach auch noch alles weggekommen und kann man das ins Verhältnis setzen zu dem, was heute noch da ist, zu den 111 Kilometer Akten, die wir heute haben. Dazu haben wir eigentlich in den letzten 2-3 Jahren nochmal eine Untersuchung versucht zu machen. Und ich würde Roger Engelmann gern bitten, mal so ein bisschen eine ungefähre Einschätzung der Ergebnisse dieser Untersuchung vorzustellen. Ja, ich würde ganz gern erst noch mal etwas zu diesem Widerspruch sagen, dass die Bürgerkomitees ja die Aktenvernichtung verhindern wollten und dann es da so eine Zustimmung oder scheinbare Zustimmung zu diesem Drei-Stufen-Plan gibt, der ja in der letzten Stufe die Vernichtung der personenbezogenen Unterlagen beinhaltet. Das war ein bisschen ambivalent. Also man wollte auf keinen Fall, dass die Stasi das macht und sozusagen ihre Machenschaften vertuschen kann auf die Weise, die Rehabilitierung damit verunmöglichen würde oder auch die Strafverfolgung von Tätern. Auf der anderen Seite war man sich bewusst, dass diese Tätigkeit natürlich rechtswidrig, menschenrechtswidrig war und ein tiefer Eingriff in Persönlichkeitsrechte auch das Resultat sozusagen diesen Eingriff darstellte. Und die Stasi hat, oder die Stasi-Führung oder die Führung des AFNS damals, Schwanitz und Co. Engelhardt, haben ganz gut gespielt auf dieser Klaviatur. Sie hatten dann, als sie sahen im Laufe des Dezember, dass ihnen die Fälle davonschwimmen, bis dahin hatten sie ja gehofft, dass sie irgendwie in einer reduzierten Form überleben, haben sie versucht, auf dieser Ebene einen Konsens zu finden. Also ihr Ziel, den Quellenschutz, das war das Hauptziel, also den Schutz der Informanten hauptsächlich, der IM, sozusagen zu realisieren im Zuge einer Vernichtung, die aus Gründen des Schutzes von Persönlichkeitsrechten erfolgt. Im ersten Quartal 1990 war auch auf der Seite der Bürgerbewegung noch eine Tendenz vorhanden, diese personenbezogenen Unterlagen eher irgendwann mal zu vernichten, wenn also Rehabilitierung, Strafverfolgung und so beendet ist. Also auch ein Respekt vor der Tatsache, dass das eben rechtswidrig, menschenrechtswidrig erlangtes Material ist, was auch eine große Sprengkraft durchaus haben kann. Also selbst David Gill, der Koordinator des Bürgerkomitees, hat anfangs, hat er in einem Interview mal gesagt, diese Position vertreten. Der Meinungsumschwung kommt im Grunde im März, im Zusammenhang mit den Volkskammerwahlen, also erst durch die Fälle Ibrahim Böhme, Wolfgang Schnur, Martin Kirchner, also diese großen Fische, die da enttarnt werden und dann durch die Überprüfung durch die Diskussion über die Überprüfung der Volkskammer, der gewählten Volkskammerabgeordneten, da
erfolgt der Umschwung. Es dauert aber eine ganze Weile, bis man dann sich durchringt zu der Auffassung, wir wollen das erhalten und differenzierte Zugangsregelung oder Nutzungsregelung. War das für euch beide eine Diskussion, an die ihr euch erinnert, ob man die personenbezogenen Daten wirklich auch komplett wegmacht, ob man irgendwas lieber doch dann weiter vernichten lässt? Bei uns in Erfurt war vollkommen klar, dass nichts vernichtet werden darf. Ja, bei uns war auch dieser Rechtsumstände nicht, also es gab auch einen Hungerstreik, also wir haben die Stasi besetzt und die Leute sind dann einfach nicht mehr rausgegangen, haben einen Hungerstreik gemacht in Erfurt und haben alle aufgerufen, passt auf, dass die Stasi also praktisch nicht doch über fünf Ecken ihre eigenen Schuldigkeit dann auch noch vernichtet. Also das war vollkommen klar. Also ich muss das manchmal sagen, Erfurt hat da eine ziemlich klare Schwarz-Weiß-Politik gehabt und da gab es solche Hinterfragungen nicht. Ja, also das war mehr in Berlin oder Schorlemmer, alle so die netten Pfarrer, die immer so gut reden konnten und die dann das immer so auch erklärt haben mit irgendwelchen Herzensangelegenheiten, die haben in Erfurt einfach nicht gezogen, muss ich sagen. Ja, wir haben das besetzt und dadurch war klar, also das darf nicht vernichtet werden. Also bei uns gab es diese moralisierenden Ideen nicht. Auch von der AG Sicherheit runden Tisch und da war es ja das Thema eigentlich. Ja. Ich habe ja nur für die AG Sicherheit als Rundtisch gearbeitet, war nicht an ihr tätig. Wir haben natürlich diese Diskussionen täglich mitbekommen. Ich würde sagen, in der Gruppe, in dieser sogenannten operativen Gruppe, in der ich dann vor Ort in den Objekten oder wir waren, ging es natürlich immer darum, die Sachen zu sichern und nicht zu vernichten. Das wäre idiotisch gewesen. Also wir wollten natürlich nicht die Sachen irgendwie sichern, um sie dann ein paar Wochen später in Häcksler zu schmeißen. Also es war vollkommen klar, dass also die Leute, mit denen wir also in dieser direkt Tätigkeit vor Ort, die Auflösung gemacht haben, war Konsens, dass die Sachen erhalten bleiben sollen, wobei die Diskussion immer zu uns kam und wir auch die verschiedenen Standpunkte mehr oder weniger verwundert auch zur Kenntnis genommen haben, die da diskutiert werden bei der AG Sicherheit oder auch bei den Koordinierungstreffen der Bürgerkomitees. Darf ich kurz noch eins sagen? Mir wird jetzt klar, wenn ich hier bin, ja, ich war eben oft nicht hier, ich weiß, dass Jürgen Fuchs hier war, den kenne ich noch als Jena, als Studenten kannten wir uns oder so, ja, das berührt mich sehr. Aber was ich merke, ist, das müsst ihr euch mal vorstellen, wir standen vor einer Riesenaufgabe, ja, wir wussten ja gar nicht, wie viele Akten das gibt. Das ist ein ganz neuer, sagen wir mal, Arbeitszweig geworden, die Deutschen haben sich so viel Mühe gemacht damit, ja. Also diese ganzen Akten, wir wussten ja gar nicht, wie viel das ist. Also ich glaube schon, alle sind vor dieser Riesenarbeit, die sich das deutsche Volk gemacht hat seit 30 Jahren, sind zurückgeschreckt. Ja? Am besten wäre es natürlich gewesen, erstmal diese ganze neue Idee zu denken oder eben doppelt zu leben, mit den Akten auch noch zu leben. Ne? Also die nicht nur zu retten, sondern aufzuarbeiten. Die ganze Arbeit, irgendwie ahnt man, wie viel das war. Das ist eine. Ich glaube, die Leute waren erstmal und haben Luft geholt und dann dachten, ja, erstmal weg damit, so wie wir alle Arbeit erstmal wegschieben wollen und dann gehen wir rein. Ja? Ich finde das einfach toll, was hier auch passiert oder passiert ist. In der Zeit nutzt die Stasi natürlich trotzdem die Debatte darüber, weiter zu vernichten. Also jetzt ist nochmal die Frage ein Stück weit, kann man da ein bisschen Grund reinbringen? Kann man sagen, es gibt einen größeren Anteil an Unterlagen, die wirklich diese Konfusion, die Revolution genutzt hat, um was beiseite zu schaffen, was eigentlich von den Bürgern gerettet werden sollte? Also ich bin persönlich, ich habe jetzt in den letzten Tagen noch die Literatur gesichtet und auch Unterlagen und auch unsere eigenen Erkenntnisse nochmal damit abgeglichen. Also ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass das Gros der Vernichtung stattgefunden hat im November und im Dezember und nicht mehr im Januar. Das kann ich nicht hundertprozentig belegen, aber es gibt eine Vielzahl von Indizien. Also wir haben eine sehr schöne Dokumentation bei den Kassationen der aktiven registrierten Vorgänge der Hauptabteilung 204, also der zentralen Kirchenabteilung des MFS. Und da haben wir also mit Datum, mit Löschdatum können wir das praktisch vollständig dokumentieren anhand von Löschunterlagen, anhand der Vorgangshefte. Und da ist die Phase der Vernichtung, das geht Ende November los,
kriegt dann nach dem 4. Dezember, wo ja eigentlich Wolfgang Schwanitz einen Aktenvernichtungsstopp erlässt, nochmal einen richtigen Schub. Das heißt, dieser Aktenvernichtungsstopp, der per Telegramm an die Bezirksverwaltung ging, ist praktisch nur in den Bezirksverwaltungen wirksam. In der Zentrale wird munter weitergemacht. Und das zieht sich bis zum 13. Dezember. Dann gibt es am 18. Dezember noch so einen Nachzügler, da werden zwei Eubeakte vernichtet und dann ist Schluss. Und ich weiß nicht, ob das wirklich ein Muster ist, aber man muss ja auch sehen, dass der Apparat der Stasi immer stärker demoralisiert ist. Die Stasi spricht in dem militärischen Jargon von Zersetzung, also spricht darüber, dass ihr eigener Apparat sich zersetzt, also MFS-Offiziere reichen ihre Entpflichtung ein, es gibt sogar Überläufer im Dezember, sogar hochrangige, Leiter von Abteilungen, es gibt eine gewisse aggressive Stimmung der unteren Chargen gegenüber den Leitern. Also dieser Apparat funktioniert ja auch nicht mehr richtig. Außerdem hat auch die Leitung durchaus Angst, Fehler zu machen, die ihnen endgültig den Garaus machen. Deswegen glaube ich schon, dass also als Engelhardt dann drankommt, Mitte Dezember, und dann nochmal einen Aktenvernichtungsstopp erlässt, dass der im Wesentlichen befolgt worden ist. Kann man denn sagen? Oder kann ich dazu mal was sagen? Ja. Das MFS, insbesondere die HVA, hatte bis Mai, Juni durch selbstgefertigte Ausweise Mitarbeiter in das Archiv gebracht. Da wurde das Archiv, also das Zentralarchiv, gesäubert, und zwar intensiv gesäubert. Belegbar ist, dass im Mai die letzte Kopie des Zentralarchivs, also aller IMs, das verfilmte Gesamtarchiv, die letzte Kopie, die im Besitz der HVA war, in Zusammenarbeit oder mit Hilfe von Bürgerkomitee-Angehörigen vernichtet worden ist. Das betrifft aber die HVA-Akten, das ist ein eigenes Thema. Es sind nicht die HVA-Akten, sondern es ist das verfilmte Gesamtarchiv, die Kartei des Gesamtarchives, wo alle IMs aller Abteilungen enthalten waren. Da kann man vielleicht Stefan Konopatzky kurz fragen, der die elektronischen Datenträger ja sehr gut kennt. Aber die HVA, das muss man wirklich separieren. Da gibt es einen Auflösungsbeschluss, die durfte sich mit Zustimmung aller Parteien selber auflösen. Und das geht bis in den Juni 1990 hinein. Ne? Aber ich würde jetzt gar nicht mal so sehr in diese Spezialecke reingehen wollen, sondern noch mal kurz vielleicht auch die Ergebnisse der Untersuchung noch mal darstellen, damit alle sozusagen davon partizipieren können, wenn sie dafür ein Moment Verständnis haben. Ja, die Untersuchungen sind einfach fehlerhaft. Weil erstens begann die Vernichtung der Stasi-Akten schon weit vor dem November. Schon im Oktober fing das an. Dafür gibt es belegbare Zeugen. Wovon ich gesprochen habe, ist, das war die Verfilmung der Gesamtkartei des MFS. Des MFS, nicht der HVA. Die HVA hatte die Gesamtkartei des MFS zur Verfügung, weil sie weiterhin versucht hat, die Karteien zu klären und so weiter und so fort. Ja. So, und okay. Ich möchte also aber auch noch mal etwas sagen zu der Legende der Erstürmung der Stasi-Zentrale. Es handelte sich meines Erachtens um eine Kundgebung des neuen Forums, die führerlos an diesem Abend war, ohne Leitung,
weil das neue Forum das Interesse an dieser Kundgebung verloren hatte. Es gab einen Beschluss des runden Tisches, dass das Bürgerkomitee das MFS auflösen sollte und das MFS hatte ab dem 15. November morgens die Schlüsselgewalt über sämtliche Einrichtungen des MFS. Das heißt, das DDR-weite Bürgerkomitee oder die DDR-weiten Bürgerkomitees hatten sich gegenüber dem neuen Forum und den Berliner gegenüber den Berlinern durchgesetzt. Es bedurfte der Besetzung nicht mehr, weil das MFS, das ganze Gebäude, das ganze Gelände war am 15. November, Januar im Besitz des Bürgerkomitees und auf Verfügungsgewalt. Genau, und die Besetzung trotzdem. Was Sie erzählen, sind Legenden und Märchen, die man gerne hört. Gut. Das können wir sozusagen jedem überlassen. Jeder darf sich auch mit den Fakten vertraut machen und seine Schlüsse und Analysen daraus ziehen. Dieser Moment einer symbolischen Besetzung durch Tausende von Menschen ist ein Bild, das denn nichtsdestotrotz, dann war es eine Erstürmung, wie auch immer man das gerne benennen möchte, war das Bild, in dem sozusagen das Volk gewonnen hat über die Stasi. Und alles andere hat sich daraus auch weiter wieder entwickelt. Und die Details kann man sicherlich auf vielerlei Arten und Weisen sich nochmal genauer angucken. Ich würde trotzdem einfach gerne nochmal auf den Punkt kommen, was kann man belegbar nachvollziehen in der Vernichtung festmachen? Also jetzt dröseln wir es mal anders auf, unabhängig davon, wann das jetzt im Einzelnen stattgefunden hat, wie ist das Ergebnis? Wir haben eine Arbeitsgruppe gehabt hier, die das untersucht hat, exemplarisch für verschiedene Schriftgutkategorien. Ich werde die Ergebnisse jetzt ganz super knapp zusammenfassen, weil wir schon sehr fortgeschritten sind. Es ist im Prinzip so, wir haben für die Bestände, die, ich muss noch mal vor der Klammer sagen, das Ganze gilt nicht für die HVA-Unterlagen, nicht für die HVA-Karteien, und nicht für sonstige, elektronische Datenträger, die HVA betreffen, sondern nur für den sogenannten Abwehrbereich des MFS. Und da haben wir im Bereich der Akten, die im Oktober bereits archiviert waren, also in den Archiven der Registraturabteilung 12, Lagern, haben wir nur minimale Verluste. Wir wussten das immer schon, dass da sehr viel überliefert ist von diesen damals nicht mehr aktiven registrierten Vorgängen. Also ich habe schwerpunktsmäßig in der Forschungsabteilung über die 50er und 60er Jahre gearbeitet und meine Erfahrung war, dass ich also praktisch nie ins Leere gegriffen habe. Immer wenn ich aus irgendwelchen anderen Quellen wusste, da müsste etwas sein, habe ich auch was gefunden. Da haben wir wirklich extrem geringe Verluste, das hat mich selbst erstaunt, wie gering die sind. Ich dachte im ersten Moment, ich habe mich verrechnet. Wir haben da Daten aus den Archivregistrierbüchern und aus den Revisionen abgeglichen und das, was die Stasi selbst ins Archiv sozusagen verfügt hat, hat sie auch in der revolutionären Zeit wirklich weitestgehend nicht angefasst. Das wurde kaum angefasst. Okay. Das geht so weit, dass die Stasi hat ja die Angewohnheit, Vorgänge, also vor allem IM-Vorgänge, die über sehr lange Zeit liefen, schon mal teilzuarchivieren, also die älteren Bände. Und selbst bei den Vorgängen, wo die aktiven Teile dann im November, Dezember 89 vernichtet wurden, kassiert wurden, sind diese Teilablagen, die da schon länger im Archiv lagen, in der Regel überliefert. War auch ein Befund, den ich sehr erstaunlich fand. In einem Fall hatte der zuständige operative Mitarbeiter die Abteilung 12 sogar ersucht, das mit zu vernichten und es ist nicht erfolgt. Also aber da hat sich Stasi offenbar sehr schwer getan, ihr eigenes Archiv, was da ordentlich im Archiv lag, zu vernichten. Aber das, was auf den Schreibtischen... Das, was auf den Schreibtischen und in den Panzerschränken der operativen Mitarbeitern lag, also die aktiven registrierten Vorgänge, da sieht es anders aus. Da haben wir so Quoten, die zwischen 8% und
mehr als 20%, also fast schon ein Viertel, gehen an Verlusten. Bei solchen Diensteinheiten wie der 204 sind die noch viel höher, da haben wir das dann im Einzelnen untersucht. Die Kriterien, es wurden allerdings auch da einzelne Akten nicht vernichtet, sondern einfach archiviert, auch noch im Dezember 89. Es ist überhaupt erstaunlich, wie viele Akten in diesem Monat noch archiviert wurden. Das zeigt sich auch an der Gesamtzahl der im Jahre 89 archivierten Akten, die ist nämlich um 40% höher als in den Vorjahren. Also das ist auch ein etwas gegenläufiger Befund, der erstaunt. Die größten Verluste haben wir bei den sonstigen Unterlagen der Diensteinheiten, insbesondere bei den sogenannten zentralen Materialablagen der verschiedenen operativen Diensteinheiten, insbesondere auf der Ebene der Kreisdienststellen. Das sind die Unterlagen, die gewissermaßen die flächendeckende Überwachung der DDR-Bevölkerung widerspiegeln. Also Werner Irmler, der Leiter der zentralen Auswertung, Auswertungsinformationsgruppe des MFS, hat im Dezember 1987 in einer Dienstversammlung gesagt, die Kreisdienststellen hätten schon 40% der DDR-Bevölkerung in diesen zentralen Materialablagen erfasst. Und da haben wir die größten Verluste. Das ist das, was auch schon ab Anfang November prioritär vernichtet wurde, gerade auf der Ebene der Kreisdienststellen. Da gibt es etwa 40, knapp 40% dieser zentralen Materialablagen sind gar nicht überliefert oder in einem ganz geringfügigen Umfang. Aber auch dort haben wir an anderer Stelle vollständige Überlieferungen. Also exemplarisch kann man auch diesen Bereich untersuchen, wissenschaftlich. Für die persönliche Akteneinsicht sind natürlich diese Verluste auf dieser Ebene sehr einschneidend, weil gerade das Gros der Bürger dann eben keine Akte mehr hat, wenn diese zentrale Materie... Also es gelingt der Stasi durchaus, einiges beiseite zu schaffen, vielleicht auch das politisch Brisanteste, nämlich die flächendeckende Erfassung von Bürgern, die immer weiter ansteigen sollte, auch die durch elektronische Datenverarbeitung gestärkt werden konnte, da vieles beiseite zu bringen, aber ihren eigentlichen jahrzehntelangen Informationsschatz gibt sie nicht wirklich preis. Da funktioniert auch offensichtlich so eine innere Logik des Apparats. Ne? Ja, man muss vielleicht sagen, es gibt ja auch ganz unterschiedliche Kriterien, nach denen die Stasi vernichtet hat. Wir haben ja auch, das sehen wir auch bei der Evaluierung der Akten, die rekonstruiert worden sind. Wir haben da ja nicht nur brisante Akten, sondern auch, ich sag's mal ganz salopp, auch eine Menge Ramsch dabei. Also Dinge, die die Stasi wahrscheinlich auch unter normalen Bedingungen kassiert hätte. Es verschränken sich da im Herbst 89 sehr viele verschiedene Vorgänge. Es werden Dinge vernichtet, die sowieso vernichtet worden wären. Das Verrückte ist, dass diese Vernichtung dieser Unterlagen dann die Schredderkapazitäten sozusagen belegt hat und in gewisser Weise verhindert hat, dass brisante Sachen weggekommen sind. Also die bürokratische Beseitigung von Material. So bürokratisch hat das MFS im November 89 noch funktioniert. Mhm. Dieser Quellenschutz, also das Vernichten mit dem Ziel des Quellenschutzes, das wird erst im Laufe des November, eigentlich erst im Dezember wichtig. Und ist dann bei sich im Januar dann absolut dominant. Na, weil dann natürlich auch politisch klar wird, ne? Weil die ersten IM-Enthüllungen passieren, ja. Und man merkt, dass die Bürgergewalt und die Macht der Bürger sozusagen stärker wird und der Apparat auch nicht mehr zu halten ist. Man muss auch daran erinnern, die Stasi glaubt ja bis etwa, bis ungefähr Ende November, dass sie in irgendeiner Form, in verkleinerter Form überlebt. Und da schmeißt sie natürlich erst die Dinge weg, die sie meint, nicht mehr zu brauchen. Man kann an dem, was sie nicht weg
Schmiss ablesen, was sie alles meinte noch zu brauchen. Das war erheblich. Die Untersuchung dazu, die, wie Sie vielleicht auch mitbekommen, doch sehr detailspezifisch ist und wo man sich ein bisschen reindenken muss in den gesamten Apparat, was die Stasi eigentlich war, wie sie gearbeitet hat, die ist auf unserer Webseite nachzulesen, wenn man es ein bisschen genauer machen will. Man findet aber eigentlich, das ist ein Ergebnis der Studie, keine einfache Antwort darauf, ob die Stasi denn zwischen dem Sommer 89 und dem Sommer 90 eine Prozentzahl X an Unterlagen vernichtet hat. Das wird sich so leicht nicht beschreiben lassen. Es ist mehr da, als man dachte. Es ist an anderen Stellen sehr viel weggekommen. Und es ist auch viel Redundanz in den Informationen drin, sodass man auch immer auf Umwegen zu Informationen kommen kann, die vielleicht im ersten Schwung vernichtet worden sind. Also es ist ein bisschen komplexer als so ein einfaches Bild. Ich versuche jetzt gerade so ganz langsam diese erste Runde zu Ende zu bringen, die also eine historische Betrachtung ist. Ein bisschen erinnert daran. Ich wollte die beiden Zeitzeugen trotzdem noch mal fragen, auch in der Überleitung zu unserer nächsten kleinen Runde, ob damals im Dezember 89, im Januar 90 so eine langfristige Strategie da war, dass man sich damals schon dachte, das bleibt jetzt für 3, 4, 5, 6, 7 Jahrzehnte und es wird unsere Kinder und deren Kinder noch beschäftigen, dass wir in diese Akten gucken können, die wir in Erfurt damals mit 5 Frauen vor der weiteren Vernichtung versucht haben zu retten. War das irgendwie ein Gedanke, der damals da war, oder kommt der erst im Nachhinein, wenn man 30 Jahre zurückschaut? Ich glaube, der Urgedanke war, jedem seine Akte, also jedem Menschen sich selbst wieder zurückzugeben. Und dass dieser Individualisierungsprozess oder Selbstfindungsprozess, ja, aber auch so eine gewisse Art von Wahrheit, ne, der Wahrheit standhalten, ne, dass man wusste, ist es der Nachbar oder ja. Also dieses ganze zerrüttete System der Macht einer Diktatur aufzulösen in Klarheit, ja, und das ist eben das, was ich allen Leuten sagen kann, fordert eure Stasi-Akte an, haltet dem Stand und ihr werdet merken, wie sich praktisch unsere innere Gewissheit wieder formiert, ja. Ich glaube erstmal, jeder Mensch sollte erstmal sich selber wieder zurückbekommen, das war unsere Idee, also dieser Individualisierungsprozess, den wir Stück für Stück gemacht haben, uns, um uns selber wieder aufzubauen, denn es war eine sehr große Unsicherheit in uns allen, ja, und ich glaube, das war erstmal wichtig, eine Basis Klarheit zu finden zwischen Freund und Feind oder wie ist es eigentlich wirklich mit mir gelaufen. Viele Leute waren auch von sich selber voll Zweifel, ja, also das aufzubauen. Ich glaube, es war erstmal ein Individualisierungsprozess bei uns und noch nicht ein Generalisierungs über die Generation hinaus. War dir das als Idee mit einem langfristigen Ziel verknüpft im Januar 90? Also ich glaube auch nicht, dass wir sozusagen wirklich langfristig diskutiert haben, obwohl wir, glaube ich, alle gedacht haben oder uns bewusst waren, dass das, was da gerade abläuft, eine sehr, sehr langfristige Wirkung und Bedeutung haben wird. Also ich glaube nicht, dass jemand von uns, also ich auf jeden Fall nicht gedacht habe, das ist jetzt irgendwie nach 1, 2 Jahren, ist das hier vorbei. Und gerade wo wir 1990, wo es also so richtig losging, die Dimensionen dann wirklich gemerkt haben und auch unsere Überforderung, ja, also anhand der Größe dieses Apparats, war klar, dass es also eine never-ending story ist, ja, und das sehen wir heute. Und ich möchte vielleicht noch 2 Sachen sagen. Mich hat immer interessiert, neben diesem Aspekt dieser persönlichen sozusagen Befreiung der Informationen, ja, der ja noch übrigens auch im Stasi-Unterlagengesetz noch eine ganze Weile verankert war. Es war ja vorgesehen, dass jeder seine Akte vernichten kann. Und ein Aspekt, den ich durchaus sozusagen aus einer Perspektive ganz gut fand und finde auch. Ja. Also man bekommt das Zeug, was die sich irgendwie illegal über meine Person, meine Intimität oder sonst wie angeeignet haben und ich vernichte das jetzt einfach. Historisch ist es natürlich und mit allen Problemen, die dann dranhängen und vielleicht sozusagen Missbrauch solcher Sachen auch dann wieder letztendlich vielleicht nicht möglich. Und es hat sich ja dann so gezeigt, der Gesetz ist abgeschafft worden, dieser Paragraph 14. Aber was mich sehr interessiert hat, ist sozusagen, Wie funktioniert denn dieser Apparat? Wie sieht es denn da drin aus? Wie sieht es denn hinter den Türen aus? Wie machen die das eigentlich? Ja? Wie haben die das geschafft, uns sozusagen stillzuhalten, in Anführungsstrichen? Ja? Wie funktioniert denn sowas? Ja? Wie sieht das denn hier aus in diesem Laden? Das fand ich eigentlich viel spannender. Ja? Also die ganzen Abläufe, die Karteien, die Computer, die Geräte, die Wanzen, alles. Ich fand das total super spannend und ich finde es eigentlich auch heute noch spannend,
Wie funktioniert dieser Orwellsche Apparat? Das fand ich super, immer total interessant. Und da waren jetzt 3 Jahrzehnte schon auch genug, um ein bisschen mehr an Verständnis, Wissen und Fakten über das Innenleben herauszufinden, oder? Ja, das ist ein ganz langer Prozess. Wie gesagt, die Dimensionen sind riesig. Jetzt bei dem Vortrag von Herrn Engelmann kam es ja nochmal raus. Ja. Man muss dann auch also die Details dann sich auch angucken, um zu verstehen. Man kann nicht einfach sagen, die Akten, es ist alles ganz viel vernichtet worden noch. Es ist viel vernichtet worden, aber wir haben immerhin deutlich über 100 Kilometer Papier. Ja. Es ist ja auch eine Dimension, ja, die man jetzt irgendwie, also was trauern wir eigentlich nach? Und was bedeutet das, dass irgendwie eine staatliche Stelle über mich irgendwas aufgeschrieben hat in meinem Leben? Auch diese Fragen finde ich alle ganz wichtig. Ja. Sie sind klar, wenn man sozusagen im Knast war, und dann ist es ziemlich klar. Aber die meisten von den Leuten, über die was aufgeschrieben wurde, waren eben nicht im Knast. Ja. Und diese ganzen Dimensionen finde ich auch in der Diskussion, im Nachdenken über das, was das alles bedeutet, sehr interessant. Ja. Also wir kommen dem Punkt vielleicht jetzt ein bisschen näher in unserer zweiten Runde. Ich würde jetzt versuchen, einfach mal das Podium fliegenden Wechsel auszutauschen, weil was bedeutet das, was dieser Staat für uns aufgeschrieben hat? Und was bedeutet das? Sitzen wir hier mit einer ganz neuen Generation von Menschen, die Jahrgang 74, 89, 77, also die 77, 77, 89, also die sich selber als dritte Generation Ost bezeichnen, die aber auch sich als Nachwendekinder bezeichnen und mit diesen Akten, die von der Elterngeneration erobert wurden und zur Verfügung gestellt wurden, heute arbeiten. Johannes Nichelmann hat ein Buch geschrieben, das heißt Nachwendekinder, und ist ausgelöst worden durch den Tod seines Großvaters, infolgedessen er darüber nachgedacht hat, ob er vielleicht in diese Stasi-Akten schauen soll, um etwas über den Großvater zu erfahren. Und das war gar nicht so einfach. Also die Schwierigkeit, in die Akten zu schauen, ist auch für jemanden, der eigentlich seinen Großvater kennenlernen möchte, über diesen Akten mit einem, sag mal, Eiertanz verbunden gewesen, weil sie haben nicht einfach gesagt, das ist doch prima, der ist jetzt verstorben. Das habe ich nicht gesagt, dass es prima ist, dass der verstorben ist. Nein, das haben sie bestimmt nicht gesagt, sondern er ist jetzt verstorben und ich habe versäumt, mit ihm über sein Leben zu reden, über sein Leben in der DDR. Und ich habe das Gefühl, diese Akten könnten mir jetzt was zu ihm erzählen, aber sie waren natürlich auch skeptisch, ob diese Akten ihnen wirklich was erzählen können. Das ist schon eine interessante Frage. Also ich habe versäumt, mit ihm zu seinen Lebzeiten darüber zu sprechen. Es war jetzt auch nicht so der zugänglichste Mensch, würde ich sagen. Und sich jetzt darüber zu nähern mit eben illegal beschafften Informationen womöglich, die von irgendwelchen Leuten zusammengetragen worden sind, gegen seinen Willen eventuell, das ist natürlich schon eine moralische Frage, ob das ein okayer Weg ist, sich als Nachwendegeneration, die ja ganz anders aufgewachsen ist, daran zu wagen und gleichzeitig eben das auch lesen zu können, was da drin steht. Das ist, also man kann sich ja nicht wie so ein Roman durchlesen und dann weiß ich Bescheid, sondern es ist ja noch mit vielen Unwägbarkeiten verbunden. Aber es war Ihnen schon auch klar, dass diese Akten kompromittiert sind in dem Sinne, wie Sie das beschreiben? Naja, mein Großvater war Leiter einer Fakultät der Humboldt-Universität, war engagiert in der SED, hat sich selbst als Kommunist bezeichnet, würde ich jetzt mal so aus den Erzählungen herauslesen, hat für das System auf jeden Fall eingestanden und war Reisekader, also durfte ins nicht-sozialistische Ausland reisen. Demnach bin ich schon davon ausgegangen, dass da auf jeden Fall eine etwas dickere Akte vorhanden sein würde. Dann kam der Brief von ihren Kolleginnen, die da für mich nachgeschaut haben. Und da war so ein kleiner Umschlag, der sehr, sehr dezent in so einem Briefkasten liegt, mit so einem ganz klitzekleinen Schriftgröße 1 BSTU-Zeichen, damit keiner nervös wird beim Einschmeißen wahrscheinlich. Und dann dachte ich, es ist wahrscheinlich die Einladung, mir diesen riesigen Aktenberg hier bei Ihnen anzuschauen. Aber es gibt gar keinen Aktenberg, das war dann die Information. Also es gibt diese Akten nicht mehr, weil die eben zerstört worden sind. Also das ist ein großes Vorhängeschloss jetzt quasi vor der Biografie. Genau, also ich kann quasi gar nichts daraus schließen über meinen Großvater. Sie haben dann aber mit dem Brief, den wir verschicken, mit der Sachbearbeiterin, die für Sie zuständig war, die Einladung an das Telefonat angenommen, haben angerufen und trotzdem ein kleines bisschen herausgefunden über Ihren Großvater. Ja, es kam dann relativ zufällig raus, dass es einen Aktenvermerk gab, dass seine Akte zu den Beständen der HVA, also des Auslandsaufklärungsdienstes, gehörte. Und das ist, das haben wir eben auch gelernt, eben bis zum Sommer 1990 auf Beschluss von allen beteiligten Parteien eben zerstört worden. Das heißt, das hatte noch viel größere Fragezeichen natürlich
natürlich ausgelöst, warum er jetzt bei der HVA seine Akte hatte, was wahrscheinlich zu erklären ist durch die Tätigkeiten, die er eben im Ausland hatte. Das ist jetzt meine Vermutung. Aber deswegen ist es ganz interessant, also das macht es eben ein bisschen obskurer. Gleichzeitig kann ich aber natürlich niemanden, also kann ich nicht sagen, der war jetzt Täter oder er war Opfer. Das lässt sich einfach überhaupt gar nicht feststellen in diesem Augenblick. Es ließ sich auch nicht mehr über ihn in Erfahrung bringen, was ja die eigentliche Hoffnung ist. Bitte? Es ließ sich auch nicht mehr über ihn in Erfahrung bringen als Person, was ja die eigentliche Hoffnung war, dass vielleicht sogar die Stasi etwas über ihn aufgeschrieben hat, was ihn erklärbarer macht. Richtig, also da bleibt diese Biografie verschlossen, was eben schade ist, weil wir das zu Lebzeiten nicht haben klären können und das natürlich auch sehr viel über die Familie erzählt, über mich erzählt und auch über die Gesellschaft, aus der ich da mit rausgepurzelt bin. Ja. Carsten Huhn, auch Jahrgang 1977, etwas älter in dem Sinne, Journalist heutzutage, aber auch über eine doch relativ komplizierte und nicht ganz einfache Familiengeschichte auf diese Akten gestoßen. Sie haben vor kurzem nochmal einen Antrag gestellt, aber auch schon viel früher, 2003. Vielleicht erklären Sie einfach mal ein bisschen den Kontext. Sie waren auf der Suche auch nach Ihrem Vater, nicht Großvater, und nach dessen Schicksal. Ja, meine Akteneinsicht ist noch ganz frisch im Dezember, also vor 4 Wochen ungefähr habe ich die Akte meines Vaters, der als EM gearbeitet hat, einsehen können. Gab auch ein paar Querelen, war nicht ganz so einfach. Zunächst hat mir die Unterlagenbehörde die Einsicht verweigert, weil das so unter dem Ruch stand, ein Privatvergnügen zu sein. Und im zweiten Gang hat es dann aber doch noch geklappt, dank an Roland Jahn. Warum wollte ich seine Akte lesen? Es ist ganz schlicht, für mich ist die Akte ein riesiger Glücksfall geworden. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens, vor 4 Wochen. Ich wusste schlicht nicht, wer mein Vater ist. Er ist 1982 gestorben, er hat sich das Leben genommen. Er war Volkspolizist, Abschnittsbevollmächtigter hier in Lichtenberg. Ich bin hier aufgewachsen, das ist hier mein Dorf. Und danach war von ihm nie mehr die Rede. Meine Mutter hat alle Bilder aus den Fotoalben getilgt, sie hat nie über ihn gesprochen. Wir Kinder, meine Schwester, die 2 Jahre jünger ist als ich und ich, wir haben nie nach ihm gefragt. Es wurde nie über ihn gesprochen und ich wusste nichts. Und 20 Jahre später erfuhr ich zufällig durch einen Cousin, der davon ausging, dass wir Bescheid wüssten, dass mein Vater sich das Leben genommen hat. Und meine Schwester und ich, wir fielen, das war ein Familiengeburtstag aus allen Wolken. Und danach habe ich das Thema eigentlich ziemlich konsequent wieder zur Seite gelegt. Ich konnte damit nicht viel anfangen, konnte damit nicht umgehen. Und in den letzten 1-2 Jahren ist der Drang, wissen zu wollen, was mit ihm los war, so groß geworden, dass ich die ganze Akte unbedingt haben wollte. Als ich sie eingesehen habe, hieß es bei der Übergabe, naja, viel ist es ja nicht. Gemessen an den Superoppositionellen, die da irgendwie mit tausenden Seiten aufwarten, sind die 650 Seiten recht überschaubar. Aber für mich war das gigantisch, weil alles, was da drin steht, wusste ich schlicht vorher nicht. Und mir hat sich ein Bild erschlossen und in dem Fall sind die Stasi-Ermittlungen doch zu was gut gewesen. Und die Skepsis vor der Qualität, was auf dem Papier steht, von denjenigen, die das aufgeschrieben hat, hat sie die begleitet, weil sie sagen, sie haben jetzt alles erfahren? Oder liest sich so eine Stasi-Akte tatsächlich wie ein Tagebuch oder eine Begleitung eines normalen Lebens aus einer normalen Perspektive? Es sind Quellen und so wie da Rechtschreibfehler drin sind oder Grammatikfehler oder so dieses typisch sozialistische Politsprech. Und natürlich darf man nicht alles zum Nennwert nehmen, aber es hat sich sehr gut gedeckt. Ich habe jetzt ja auch versucht, mit meiner Mutter ins Gespräch zu kommen, was sehr schwierig ist, weil die Ehe sehr gewaltbelastet war und alkoholbelastet war und das alles sehr unglücklich lief. Und das war für sie wahrscheinlich ein Hauptgrund, darüber nie wieder reden zu wollen. Und das, was sie nur angedeutet hat, steht dann in der Akte mit großer Klarheit einfach drin. Also Alkohol schon sehr früh eine Rolle in seinem Leben gespielt.
Er zieht einem Arbeitskollegen den Aschenbecher über den Kopf und gibt also Schlägereien. Einmal gehen zwei Polizisten, also mein Vater und ein Kollege, aufeinander los, während sie ihre Dienstwaffen eben dabei haben, und der wird abgemahnt. Und das, was meine Mutter nie so richtig klar ausgesprochen hat, ist durch die Akte eigentlich vollumfänglich bestätigt worden. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass die Akte ein bisschen freundlicher ist. Es gab eigentlich nur zwei Stellen, an denen man sich so ein bisschen wärmen kann. Die eine war, dass er finanziell für seine Mutter sorgt, und die andere ist, dass er für Vietnam gespendet hat. Und dann gibt es auch nochmal Lob dafür, dass er sich doch als tauglicher IM erwiesen hat und seine Berichte also brauchbar sind. Ich weiß nicht, ob man ihm das auch noch zugutehalten kann. Ja, ansonsten ist es natürlich ein Bild, was mir einerseits geholfen hat, aber andererseits natürlich auch ernüchternd ist. Das heißt, der Kampf oder das Bemühen, diese Akten zu erobern und zur Verfügung zu stellen, ist etwas, von dem Sie ganz persönlich auf eine sehr intime und familiäre Art und Weise heute sozusagen profitieren. Hat das für Sie auch eine Rolle gespielt? Wie ist eigentlich die Wahrnehmung? Ich stelle diese Frage einfach auch mal an, jetzt ist mir gerade Ihr Name entfallen, Katrin Schollotter, ich wollte ja mal an Katrin Schollotter, die mit den Unterlagen direkt ja nichts zu tun hat, aber trotzdem die Wahrnehmung hat, seit 30 Jahren, was erzählt diese Gesellschaft anhand der Stasi-Unterlagen über die DDR? Ja, vielleicht fange ich mal damit an, ein paar kurze Worte zur dritten Generation Ost zu verlieren, wie wir uns ja bezeichnen, also sprich diejenigen grob zwischen 1975 und 1985 Geborenen, also doch noch in ihrer Kindheit einen deutlichen Teil der DDR mitbekommen haben. Und ganz am Anfang haben wir uns natürlich auch zur Maßgabe gesetzt, uns vor allem mit unseren Eltern zu unterhalten und sie zu fragen, wie war es? Und dabei ist eins festgestellt worden: vieles lässt sich nicht so einfach in eine totale, krasse Täterkategorie, aber auch häufig nicht eine sehr eindeutige Opferkategorie einsortieren. Und da war ein Punkt, dass uns so ein bisschen die Differenzierung in dieser Debatte fehlte, und das frage ich mich heute noch ein bisschen. Also wenn man eine Diktatur, das kam ja vorhin, auflöst, überwindet, ist es ja nicht nur damit getan, die Diktatoren zu stürzen und die Opfer auch zu entschädigen und die Anerkennung auch dieses unglaublichen Mutes und der Leistung dieses historischen Momentes zu würdigen, sondern darauf zu gucken, wie schafft eigentlich eine ganze Gesellschaft dann auch eine Transformation? Also sprich die Zeit 1990 und danach. Es ist ja eine unglaubliche Mobilität dieser Gesellschaft abgerungen worden, auch eine Überforderung, die wir in unserer Kindheit ja häufig auch zu spüren bekommen haben. Also sprich, wenn die Eltern arbeitslos wurden, wo viel neu angefangen werden musste, wo viele auch den Fuß nicht mehr so richtig auf den Boden bekommen haben. Und da ist uns als dritte Generation Ost vor allem dieser Blick nach vorne wichtig. Wie schaffen wir das eigentlich, zum einen diese Grautöne mehr zu erzählen, mehr sichtbar zu machen, sodass da auch eine Identifikationschance da ist, und zum anderen aber auch das zu verknüpfen mit dem, was ist eigentlich danach passiert, den Blick nach vorne zu bringen, weil so wichtig es ja ist, und das haben wir jetzt gerade auch bei dem Thema Vernichtung von Akten und so weiter besprochen, so wichtig es ist, in den ersten Stunden zum Beispiel Leute auszutauschen, dass man sicherstellt, dass nicht die alten Kader die Linien fortführen und weiter die Stricke in der Hand behalten, hat, glaube ich, keiner damit gerechnet, dass jetzt 30 Jahre nach dem Fall der Mauer, was jetzt das Thema Führungspositionen und Karrierechancen anbelangt, sich im Grunde genommen so wenig für Ostdeutsche die Chancen da eröffnet haben. Also es gibt sicherlich sehr viele Studien dazu mit unterschiedlichen Zahlen, aber in einem sind sie sich doch einig, dass im Grunde genommen die Repräsentanz von Ostdeutschen in Führungspositionen in der politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Elite im Grunde genommen verschwindend gering ist. Also da setzt sich etwas fort, da frage ich mich, ist das sozusagen ein Teil in der Ursache, dass wir uns so sehr auf Stasi und auf die Kategorie Täter und Opfer konzentriert haben und dabei die vielen Grautöne vergessen haben und vielleicht auch etwas versäumt haben, die Jahre danach zu betrachten?
Das ist sicherlich eine Analyse, und die andere Überlegung ist, wie viel von dem, was DDR und die Mechanismen einer Diktatur mit Menschen anstellen, auch über Generationen hinweg anstellen, verhindert heute auch noch sozusagen die Möglichkeit, in der Gesellschaft, in der neuen Gesellschaft mitzumachen. Also auf alle Fälle berührt es uns ja noch. Also wir als Kinder der DDR oder auch sogar Nachwendegeneration, und gerade beim Stichwort Nachwendegeneration, muss es uns doch heutzutage doch zu denken geben, dass wir wieder zu so einer neuen Ost-West-Debatte aufgebrochen sind, dass wir uns wieder alte Klischees um die Ohren hauen, und dass selbst diejenigen, die gar nicht mehr, sag ich mal, im Staat der DDR noch geboren wurden, immer noch Unterschiede in den Chancen subjektiv wahrgenommen und natürlich auch zum Teil in harten Zahlen nachweisbar erleben. Also das muss uns als, glaube ich, Gesellschaft, kann uns das nicht kalt lassen. Und ich frage mich schon, was können wir besser machen? Also zum einen aus einer Aufarbeitungsperspektive, wie schaffen wir das eigentlich, den Blick zu erweitern, und wie schaffen wir es, diesen Mut, den habe ich so vermisst in manchen Jahren, den habe ich auch in unseren Diskursen, wie sprechen wir eigentlich über DDR-Vergangenheit, diesen Mut, diese Kraft, dieser Aufbruch und auch dieses Vermögen, stolz zu sein, so ein ganzes System zu stürzen und eine Riesentransformation danach zu bewältigen. Wo ist der eigentlich hin und warum erzählen wir nicht mehr darüber? Warum ist ja Teil auch des Buches, erzählen die Eltern nicht mehr darüber, was es bedeutet hat, in der DDR zu leben, was bedeutet hat, in einem System zu leben, das auch mit Stasi funktioniert und mit SED und mit Druck und mit Repression. Ja, also ich glaube, es gibt ganz verschiedene Gründe in den Familien. Also ich habe die eine Familie, eine Mutter hat mir gesagt, sie hatte einfach nicht die Kraft dazu, sie wollte nicht zurückblicken, sondern schauen, vorne schauen, schauen, dass ihre Kinder halt ein anderes Leben führen, und hatte da einfach nicht dran gedacht tatsächlich. Jetzt irgendwie tatsächlich, bis ich mit diesem Interview kam, mit ihrer Tochter gemeinsam am Küchentisch bei ihr saß, nie darüber nachgedacht. Dann ist alles ihr so in den Sinn zurückgekommen, und das war eine ziemlich krasse Erfahrung für sie, glaube ich. Andere trauen sich schlichtweg nicht. Sie sagen, ich war in der SED, und wenn ich das jetzt sagen würde, dann bin ich sofort auch automatisch bei der Stasi gewesen für viele Menschen und haben nicht das Gefühl, dass sie in unserer Gesellschaft frei raus sagen könnten, warum sie zum Beispiel mit wehenden Fahnen mit 18 Jahren in die SED eingetreten sind. Das hat ja auch viele, viele verschiedene Gründe. Und dass diese Schattierung zwischen dem Schwarzen und dem Weißen fehlen in der Debatte. Ich habe gestern Abend 20:15 im ZDF kam eine Dokumentation, der Osten ruft, über Menschen, die aus dem Westen zurückziehen. Und der erste Satz war, weite, endlos weite, menschenleere Landschaften der Osten Deutschlands. Und ich vermute, dass im Osten Deutschlands die Quote nach genau 4 Sekunden richtig runtergekracht ist, weil viele das nicht mehr hören wollen. Und diese Verallgemeinerung, diese Undifferenziertheit, und deswegen sprechen Leute auch in den Familien nicht darüber, weil sie ja auch in uns Nachwendekindern hin und wieder so einen westdeutschen Alien sehen tatsächlich. Das habe ich auch von vielen gehört, dass sie sagen, du bist ja quasi der kleine Wessi der Familie, du verstehst es überhaupt nicht, ich kann dir das überhaupt nicht greifbar machen, warum ich wie was gemacht habe oder nicht gemacht habe. Würden Sie denken, Sie könnten das verstehen? Rauszufinden, warum jemand, das frage ich gleich Carsten Huhn auch nochmal, inoffizieller Mitarbeiter geworden ist, und wie kann man heute damit so umgehen, dass es nicht dazu führt, dass man es ausschließlich in Schwarz-Weiß-Kategorien sieht? Also wenn bei inoffiziellen Mitarbeitern unter Druck gesetzt worden sind, also ich muss mir die Geschichte schon genau anschauen und genau anhören, und also aus meiner Perspektive des Nachwendekindes fällt es mir ein bisschen schwerer, das sofort zu verurteilen. Natürlich verurteile ich das insgesamt schon sehr, aber bedarf eben einer großen Differenzierung, und die haben wir in den letzten 30 Jahren, glaube ich, nicht so gut hinbekommen, irgendwie zu vermitteln. Darf ich dann vielleicht doch noch mal einen persönlichen Einschub machen, um daran anzuknüpfen? Im Grunde genommen war das der Grund, warum ich die Akten meiner Eltern, also wir haben auch eine sehr bewegte Familiengeschichte, katholisch, meine Mutter hatte nie die DDR-Staatsbürgerschaft, wir hatten sehr regen Westverwandtschaftskontakt, und gleichzeitig war ich auf einer der Russischschulen am Rande von Berlin, wo auch die Diplomatenkinder der DDR quasi zur Schule gingen. Diese Skepsis, wer interpretiert mir das eigentlich, was ich da eventuell zu lesen bekomme? Und ich habe 10 Jahre mit mir gerungen, ob ich Akteneinsicht nehme oder nicht, aber im Grunde genommen, weil die Debatte immer so schwarz-weiß verlief, hatte ich Angst, dass ich keine Interpretationshilfe bekomme, und habe dann für mich den Deckel zugemacht, weil ich hätte sozusagen niemanden mehr fragen können. Also klar, in der Verwandtschaft schon, aber quasi die betroffenen Personen selber nicht mehr.
Und eine Lehre da oder ein Wunsch ist halt, mein ganz persönlicher, eben dieses Dazwischen, was es vielfach gab, mehr in unseren Aufarbeitungsdiskurs zu nehmen. Auch um, ich meine, ich kann es nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, aber ich denke, eine Intention der Aufarbeiter oder auch dieser ganzen Aktion damals war ja vor allem eine Gesellschaft auch von einer Diktatur in eine freiheitliche, demokratische, selbstbestimmte, individuelle Gesellschaft zu überführen. Und wenn ich jetzt den Schwenk zum Heute mache, was wir sehen in vielen ostdeutschen Bundesländern, kann ich nur konstatieren, es ist offensichtlich nur zum Teil gelungen. Und helfen würde meines Erachtens, wenn wir das größer einbetten. Die Grautöne, die Zwischentöne zulassen und vor allem auch die Verknüpfung in die 90er schaffen. Gabriele Stötzer hat es ja eben gesagt, das war eigentlich die Rückkehr zum Individuum. Ne? Das sich befreien aus der Bevormundung, sich das zurückholen, das, was einem selber zusteht, die gestohlenen Informationen, das gestohlene Leben und dadurch sozusagen kraftvoller werden, auch eine neue Gesellschaft zu gestalten. Aber man kommt auch vor der Verantwortung für das geschehene Unrecht nicht sozusagen, davon kommt man nicht runter, das muss man thematisieren, man muss einen Umgang damit finden, das ist ein Thema auch in Ihrem Buch, dass es eigentlich keine Regel gibt, wie gehen wir damit um. Wir haben in den 90er Jahren durchaus eine sehr sensationsbehaftete Art gehabt, damit umzugehen, aber es gibt keine Richtlinie, ne? Man kann das nicht festlegen, man darf sich so und so dazu verhalten. Deswegen hatte ich am Anfang zum Beispiel auch gefragt, ob es okay ist, ob Sie damit ohne Probleme umgehen können, zu sagen, mein Vater war ein IM. Vor ein, zwei Jahren hätte ich das nicht sagen können, da hätte ich gestottert und gestammelt oder mich weggedreht. Das ist jetzt was Neues. Ich will auf die Frage antworten, wo sind die ostdeutschen Eliten geblieben? Naja, die Menschen, die in der DDR-Zeit Führungsverantwortung hatten, und da kann ich von meiner Familie reden, auch von der Familie meiner Frau. Meine Eltern und Schwiegereltern haben im Landwirtschaftsministerium gearbeitet, im Tourismusministerium, im Finanzministerium. Mein Onkel war Oberstleutnant bei der Stasi, zwei waren als IM im kapitalistischen Ausland in der Bundesrepublik unterwegs, mehr weiß ich da leider auch nicht. Die waren alle in Führungspositionen, die waren in Verantwortung. Dass deren Qualitäten nach 89 nicht mehr so gebraucht wurden, aufgrund der engen Bindung an die DDR und auch der Überzeugung, die dahinter steht, das ist ja naheliegend. Das heißt, meine Onkels haben sich selbstständig gemacht, die waren dann raus. Die Leute, die in den DDR-Ministerien waren, die haben nicht wieder eine Führungsposition gehabt. Und gleichzeitig ist bei den Leuten, die wirklich hundertprozentig überzeugt waren, und das waren unsere Familien, kein Westfernsehen, Marx, Engels, Lenin wirklich mit Begeisterung gelesen, die wären natürlich auch nicht bereit gewesen, jetzt, also welche Stelle hätten die denn annehmen sollen. Ich bin, bevor ich hier aufgebrochen bin, hat mich meine Schwiegermutter, die macht heute behütet unsere jüngste Tochter, die hat mich gefragt, wo gehst du denn hin? Da sagte ich, 30 Jahre Sicherung der Stasi-Unterlagen. Da sagte sie zu mir, also wenn du mich fragst, das war damals der Mob. Also schöne Grüße an Sie, alle, die damals dabei waren. Die Überzeugung, die ist noch fest. Ich könnte jetzt auch noch erzählen, was sie zum Mauerbau und zum Schießbefehl sagt, lasse ich lieber. Das macht natürlich auch die Diskussion, also ganz liebe Oma und sonst bestes Verhältnis, aber lieber, und jetzt kommt der kritische Punkt, lieber nicht über politische Fragen sprechen, denn dass wir uns da nicht einig werden, das habe ich nun in den letzten Jahren begriffen. Also vermintes Gebiet ausklammern. Und dummerweise klammern wir eine ganze Menge Themen am Frühstückstisch oder an der Geburtstagstafel aus. Sobald es um Politik geht, geht da nicht viel. Weil die Frage ist schon auch ganz interessant, ob diese nächste Generation, die aus der DDR als Kinder kommt oder nach der Wende geboren wird, ob diese nächste Generation eben mit dem Erbe ihrer Eltern leben muss und wie man das eigentlich auflöst. Wie löst man das auf in einem vereinten Deutschland? Wie löst man das auf mit Menschen im Westen, die das nur aus der Ferne betrachtet haben, die ja auch nicht ganz komplett entfernt waren von DDR und von dem, was da war, sich trotzdem ein Bild darüber machen. Aber man spricht nicht miteinander und man spricht übereinander nur in Klischees. Und irgendwie sind wir 30 Jahre an so einem Punkt, wo wir eigentlich alles zur Verfügung hätten, einen großen Dialog
sozusagen mit vielen, vielen Facetten zu führen und sind trotzdem ein bisschen mehr immer gefangen in diesen Klischees. Also ich glaube, Soziologen wie Daniel Kubiak von der Humboldt-Universität zum Beispiel sagen ja, dass solche Prozesse wirklich 30 bis 50 Jahre dauern. So gesehen sind wir jetzt am Beginn des Auflösens des Prozesses, haben noch 20 Jahre vor uns. Und ich glaube tatsächlich, dass in den ostdeutschen Familien selbst das tatsächlich weitergetragen werden muss. Also in den Familien muss gesprochen werden. Wenn ich Lesungen mache, vor allem in Ostdeutschland, dann ist es wie so eine große Nachwendekinder-Selbsthilfegruppe oft. Da sitze ich so vor so einer Wand aus 90 Nachwendekindern und 10 Boomern und älteren Herrschaften, die sitzen meistens so da. Und die Nachwendekinder fangen dann an, sich gegenseitig zu erzählen, was zu Hause nicht erzählt werden konnte, warum sie sich nicht trauen, nachzufragen, wie die Reaktionen sind, wenn sie irgendwie so leicht nur an der Oberfläche kratzen. Und wie soll denn all das weiter, also wie sollen wir das dann eines Tages verwalten, dieses Erbe, diese Geschichte weitererzählen, dafür sorgen, dass es nicht nochmal dazu kommt, wenn in den Familien selbst die Mechanismen gar nicht klar sind, wie das eigentlich dazu kommen konnte, dass so viele Familien, es haben ja auch einfach viele an den Sozialismus geglaubt und an das, was von oben erzählt worden ist. Es sind aber nicht alles Freiheitskämpfer. Würde man so sehen können, ja. Sonst hätte es vielleicht auch nicht so lange gedauert, wenn sich nicht so viel auf der einen Seite mitzunehmen, dass man es geschafft hat, dieses System zu überwinden und damit sich eigentlich auch mit viel Kraft und viel befreiter in so einer neuen Gesellschaft umtun kann. Und trotzdem hängt man immer noch auch in der Elterngeneration und Großelterngeneration gefangen in einem System, weil man einfach auch nicht drüber redet. Ja, also ich bekomme auch manchmal so Post von Leuten, die das sehr bewusst erlebt haben aus der ersten oder zweiten Generation, die mir schreiben, dass sie das wirklich versucht haben, in der neuen Welt also anzukommen, die aber nicht besonders politisch sind, glaube ich, so wie sie schreiben und was sie schreiben und dann daran sich selbst gescheitert sehen, dass sie das nicht geschafft haben, in den letzten 30 Jahren irgendwie mit dem Kapitalismus und mit all dem, was da zusammenhängt, irgendwie Freundschaft zu schließen und einfach wirklich komplett verloren sind, weil sie in diesen 30 Jahren darüber ja gar nicht so stark debattiert wurde, sondern es wurde eben über die krassen Stasi-Fälle zum Beispiel diskutiert. Das waren die Themen. Irgendwann kamen diese lächerlichen Ostshows 2003, da durfte man ganz kurz mal durchatmen, dass Pittiplatsch dabei war. Aber das war dann natürlich so, wie es war. Und also es gab nie so richtig die Phase einer ehrlichen Aufklärung. Weder in den Familien, glaube ich, noch medial. Sie wollten etwas sagen. Ja, zum einen würde ich noch mal eine Lanze dafür brechen, dass wir ja da langsam anfangen, differenzierter zu schauen. Und der private Diskurs ist ja der eine, aber ich finde vor allem der mediale Diskurs und wie wir öffentlich darüber sprechen, ist so wichtig. Und jetzt bei dem letzten Fall mit dem Verleger Friedrich und der Berliner Zeitung habe ich zumindest zum ersten Mal bewusst auch so eine etwas differenziertere Debatte wahrgenommen. Also dass es eben häufig, was ich vorhin schon sagte, nicht so einfach ist, zwischen eindeutig Opfer, eindeutig Täter zu unterscheiden und es man auch aushalten muss, dass es da nicht so eine Klarheit häufig gibt. Kam ein bisschen spät, man kann über den Fall denken, wie man möchte, aber ich finde es wichtig, dass quasi das Gesamtbild da einmal differenzierter angeschaut wird. Und ich hätte mir wahrscheinlich persönlich gewünscht, dass das hat jetzt wahrscheinlich der Verleger selbst ein bisschen torpediert, dass das eine Chance gewesen wäre, halt auch mal eine persönliche DDR-Geschichte eben in all diesen Spannungen, Unklarheiten und Verwischungen auch zu erzählen, biografisch. Also das, so eine Fälle wünsche ich mir einfach häufiger. Es ist sicherlich, ich meine, hier sitzen ja Kollegen sozusagen aus dem journalistischen Kreis, es ist halt häufig irgendwie wahrscheinlich interessanter, die Extremfälle zu beschreiben als das Mittelfeld, das ist die Logik des Journalismus. Möchte ich mir jetzt nicht ankreiden. Nee, du hast ja auch ein tolles Buch geschrieben, von daher, das ist ja auch wichtig, eben genau dieses Dazwischen. Aber das andere wollte ich halt auch nochmal betonen, eben nicht nur bei der Aufarbeitung an dem Thema Stasi kleben zu bleiben, sondern sich eben auch die Jahre danach anzuschauen und diesen gesamtgesellschaftlichen Prozess, eine Diktatur, eine Gesellschaft, die in einer Diktatur gelebt hat, da eine Anpassungsleistung vollzogen hat, in den 90ern wieder eine große Anpassungsleistung vollzogen hat. Man könnte ja fast schon sagen, das sind quasi die Prädestinierten, die jetzt in den Umbrüchen, die uns bevorstehen, große digitale Umbrüche auf dem Arbeitsmarkt. Es wird wieder um das Thema gehen, dass vieles anders wird, dass wir wieder vieles neu lernen müssen. Und viele Ostdeutsche sind da wahre Experten. Und ich würde mir wünschen, und ich glaube, das kann möglicherweise, ist auch eine Generationenfrage, eine jüngere Generation auch etwas einfacher, weil sie nicht so leicht den Verdacht hat,
etwas zu verharmlosen auf der einen Seite oder zu untertreiben. Weil die Anpassung an einen Staat, der einen zwingt dazu, freiwillig auf seine Rechte, seine Menschenrechte zu verzichten, ist eben auch nochmal eine andere Leistung, als die Anpassung natürlich an einen so einen massiven Transformationsprozess in eine kapitalistische Gesellschaft hinein oder in den digitalen Umbruch. Also da passiert was auf einer viel tieferen Ebene, würde ich sagen. Und trotzdem glaube ich auch, dass in den letzten Jahren sich was verändert hat, dass das Wort IM für Sie sozusagen benennbar ist und dass man sich dazu verhalten kann und das diskutieren kann. Gleichzeitig möchte ich daran trotzdem noch mal erinnern, dass natürlich für viele Menschen das Wort Stasi eben genau das Gleiche bedeutet, dass ein Leben nicht gelebt werden konnte, weil es systematisch unterdrückt wurde. Dass wir natürlich diese Akten immer auch diskutieren mit dem Denken daran, dass Tausende und Zehntausende von Menschen, und das war nicht nur Knast, das waren auch einfach durchkreuzte Biografien und vertane Lebenschancen, ne, daran sich abarbeiten, weil ein System ihnen das geraubt hat und die Gesellschaft auch darüber sozusagen nicht wirklich ausführlich diskutiert hat und man irgendwo eine Verantwortung festmachen möchte und muss dafür, wer diese Verantwortung trägt für das begangene Unrecht. Sie wollten aber jetzt gerade nicht was sagen. Ich habe vielleicht laut nachgedacht ein bisschen. Ich habe an mein Buch gedacht, als ich angefangen habe zu schreiben. Also es geht eben darum, dieses Schweigen zu brechen mit den Eltern erst. Und ich dachte mir, das stimmt, ist da irgendeine Stasi-Geschichte dabei, aber es war jetzt nicht mein primäres Ziel. Und auf einmal war in jeder Familie war das einfach das Thema am Ende. Also das ist schon sehr tatsächlich, ja, wie Sie sagen, bestimmter Teil. Und ich war auch überrascht, dass es in meiner Familie auf einmal ein leichtes Gesprächsthema war und bei anderen wirklich in ziemlich massiver Form. Sagt einfach auch nur, dass sie die gesamte Gesellschaft durchzogen hat, egal ob sie de facto in einer Familie oder in einem Ort war oder einfach nur von der Wahrnehmung her war und dass das auch noch viel mehr auf den Tisch gepackt werden muss. Es kann die Kraft nur verlieren, indem man darüber redet und es ans Licht sozusagen holt. Was ist geschehen in den letzten 2 Jahren, dass das Wort IM nicht mehr so problematisch ist? Ich erzähle mal von meinen Kindern. Ich habe die heute gefragt, ob sie mitkommen wollen. Mhm. Und die haben aber alle das Training, also Basketball, Schlittschuhlaufen, Cheerleading vorgezogen. Stasi ist für die nicht interessant. Und ich habe vorhin auch sie noch gefragt, hattet ihr denn eigentlich schon DDR in der Schule? Und die sind 20, 18, 15, die drei Ältesten. Also da gibt es gute Chancen, dass sie über das Mittelalter schon hinausgekommen sind. In den Lehrbüchern steht das drin. Das ist nicht das Thema, dass DDR da durchaus vermerkt ist. Aber einer hat das gar nicht und 2 nur ganz kurz und sie wussten gar nicht mehr genau. Ich fragte, was habt ihr denn da gelernt? War auch schon wieder weg. Also dieser Satz, dass die DDR nur eine Fußnote der Geschichte ist, der zeigt sich jetzt zumindest im Leben meiner Kinder, das spielt DDR und Stasi und ob das einen jetzt irgendwie von irgendwas zurückhält oder abhält, keine Rolle mehr. Vielleicht ist das eine gute Nachricht. Es sollte zumindest befreien, in dieser Vielzahl und in den vielen Perspektiven über DDR reden zu können. Aber nochmal, was ist für Sie passiert in den letzten 2 Jahren, dass es sozusagen jetzt leichter fällt, zu sagen, mein Vater war ein IM? Naja, zunächst mal, also das muss erst schlechter werden, bevor es besser wird. Ich habe einfach Leidensdruck gehabt. Ich merkte da, also wenn man etwas verdrängt, und das habe ich ja massiv getan, dann drängt es ihm irgendwann auch zurück und fällt einem auf die Füße. Und das ging so nicht weiter. Und dann habe ich geguckt, wo komme ich an Informationen ran. Das war der erste Schritt. Und dann sind Sie ausgerechnet auf die Stasi-Unterlagen gestoßen. Ja, also die Stasi war ihm doch für etwas gut. Zumindest in diesem Zusammenhang. Ich würde so ganz langsam unsere Runde hier für Alex TV, die das heute mitzeichnen, zu Ende führen. Wir haben sicherlich danach auch nochmal Gelegenheit, ein paar historischere Sachen auszutauschen. Aber ich würde mir trotzdem von allen Beteiligten hier auf dem zweiten Podium nochmal wünschen, dass sie sich überlegen, was für Sie an positiven Formulierungen aus diesem Ereignis der Erstürmung der Stasi-Zentrale passieren kann, für das, was Sie alle heute hier bewegt, nämlich den Dialog in den Familien anzustrengen, auch die beiden Phasen, die 30 Jahre vor oder die 40 Jahre vor dem Mauerfall und die 30 Jahre danach miteinander in Beziehung zu setzen. Hat dieses Event der Weltgeschichte, dass Menschen sagen, diese Geheimpolizei, dieser Staat hat uns lange genug drangsaliert, wir haben jetzt diese Informationen und wollen damit
sozusagen die Hoheit, die Souveränität zurückgewinnen über unser eigenes Leben. Hat das nicht einen Moment, was sozusagen auch nach vorne drehen kann? Herr Nichemann. Also für mich ist es Teil eines großen Moments, der Weltgeschichte geschrieben hat und der dafür sorgt, dass ich so aufwachsen konnte, wie ich aufgewachsen bin, nämlich ohne Stasi und ziemlich frei. Und dafür bin ich den Menschen, die das damals gemacht haben, sehr, sehr dankbar. Einfach natürlich denen, die dieses Gelände hier und das auch in Erfurt erstürmt haben, aber auch all denen, die über die Bornholmer Straße rüber sind und was sonst noch alles passiert ist zwischen, also in 89, 90. Deswegen ist es natürlich welthistorisch und für mein kleines Leben auf diesem Planeten auch. Frau Charlotte. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dieser Mut, also das hat irgendwie was wahnsinnig Abstraktes, aber was tief Beeindruckendes für mich persönlich, diesen Mut zu haben und das so durchzuziehen. Ich meine, das klingt alles sehr anekdotisch fast, aber wenn man sich das vergegenwärtigt, würde ich mir persönlich wünschen, dass wir das noch mehr erzählen und dass wir einen Teil dieses Mutes und dieser Zuversicht, was für große Veränderungen man anstoßen kann, rüberretten. Dass wir mit den Herausforderungen, die wir jetzt vor uns haben und die wir auch politisch gerade sehen, dass wir mit dieser Zuversicht und von diesem Mut profitieren, auch die Folgegenerationen, um unsere großen Probleme zu lösen. Und hat die Süddeutsche Zeitung gerade auch nochmal, auch anlässlich des 15. Januars beschrieben, dass es natürlich den Bürgerrechtlern, Dissidenten und den Menschen, den Bürgern der DDR gelungen ist, diese Öffnung der Akten für alle in dieses vereinte Deutschland durchzudrücken. Das war auch gar nicht so selbstverständlich, denn dieser Januarbesetzung folgt eine zweite im September, weil in den Vereinigungsverhandlungen die Idee einer Geheimpolizei der Gesellschaft mit ihren Akten zur Verfügung zu stellen nicht so viel Anklang gefunden hat. Und es ist eine originäre Leistung der Menschen, die sich in der DDR gegen die Repression engagiert haben. Und das sollte man auch gar nicht so vergessen, weil es ist durchaus auch ein Moment, auf das man stolz sein kann. Herr Hund, was ist sozusagen Ihre Zusammenbindung dessen, was vor 30 Jahren passiert ist, für das, was uns für die nächsten Zeiten erwartet? Also die friedliche Revolution war ein schwarzer Schwan in der Geschichte, etwas extrem Unwahrscheinliches und extrem Schönes. Zum Schwarz-Weiß-Bild, was man ja nicht malen soll, gehört dazu, für mich und für meine Familie, gut, ich war damals Kind, Jugendlicher, war sowohl der Mauerfall als auch die deutsche Einheit kein Freudentag, sondern das war ein Schock und was total Negatives. Und ich selbst habe Jahre gebraucht, das war Mitte der 90er Jahre, 95, 96 vielleicht, dass ich dem was Positives tatsächlich abgewinnen konnte. Also ich musste aus der sozialistischen Erziehung auch erstmal rauswachsen, weil davon war ich überzeugt. Was lässt sich daraus lernen? Dinge können sich komplett ändern und man muss sich mit Zuständen nicht abfinden, sondern man kann das Rad der Geschichte, dem kann man in die Speichen fallen. Dann danke ich für dieses Schlusswort und danke auch für Ihre Geduld, dass wir diesen großen Bogen einmal geschlagen haben von dem, was heute vor 30 Jahren passiert ist und das, was seither passiert ist, und wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Schön.